Hey, ich bin Schaui, ich heiße euch herzlich willkommen zum neuen langen Einteiler. Wir spielen jetzt The Shattering. Drücke eine beliebige Taste, um fortzufahren. Und dabei handelt es sich um ein Psycho-Horror-Game. Ich glaube, es geht auch wieder so in Richtung Layers of Fear. Von daher würde ich mal sagen, starten wir ein Spiel. Und ich habe noch nichts gesehen. Key habe ich freundlicherweise von den Entwicklern zur Verfügung gestellt bekommen. Slot 1, okay. Und los geht's. Prolog, Analysis. Der Patient scheint stabil zu sein und ist bereit für die nächste Sitzung. Ich werde versuchen, mit ihm über die jüngsten Ereignisse zu reden. Hoffentlich machen wir dieses Mal Fortschritte. Dr. W. Richards. Drücke eine beliebige Taste. A different dose this time. I know you're tired, John, but we need to take you deeper. We must try again. I know you think everything is all right. Then tell me, why can't you even remember her name? All right, let's try one more time. Are you ready? I would like you to look directly into the pendulum and follow it with your eyes. Yes, just like that. When I count down from 3 to 0, imagine yourself here in this room. Try to relax. Let your memories guide you. Yes. Yes. Good. Now, let's begin. 3, 2, 1, 0. Okay. Can you hear me, John? I'm right here. I see you're having trouble settling in. Let's take it slowly. I want you to think of something that will help you see clearly. You have the power to influence everything here. So I want you to help yourself. Oh, okay. Nehmen. Wir versuchen also etwas aufzuarbeiten beim einem Psychiater bzw. beim einem Hypnotiseur. Und es geht um eine weibliche Person. Wer diese weibliche Person ist, wissen wir noch nicht. John, vielleicht. I think you found something to help you focus. Look around. Eine Brille? Ich weiß nicht, Pillen? Oder ein Becher? Wir nehmen mal die Brille. Interesting choice, John. Okay. Interesting choice. Interesting. Now, I want you to imagine yourself standing up from that chair. Versuchen wir es mal. Spiel gespeichert. Okay. Good. But there's something missing. Let's make sure you're oriented. Find the source of my voice and focus on it. Fokus. Ja, der Player hier. Okay, was ich noch sagen wollte, wir versuchen also etwas über eine Frau herauszufinden. Ob diese Frau unsere Freundin, Frau, Mutter, Schwester oder eine Freundin ist. Find the source of my voice and focus on it. Wir sind aber sehr ungeduldig, nicht wahr? Ich bin mal gespannt. Ich vermute mal die Frau. Fokus. Ah, Rechtsklick. Ah, ja. Did you see that, John? Aha. You imagined yourself in a room with no detail. But with a little effort, you were able to remember. The truth is buried inside of you. There's more to your life than this chair or this room. You must remember. You must remember. Wieder das Übliche. Okay, wir konnten gerade, das habe ich so nicht gecheckt, wir konnten zwischen 3 Dingen auswählen. Einer Brille, ich glaube Tabletten und was zu trinken, einem Drink. Also Alkohol, Tabletten oder halt eine Brille, die ja wirklich hilft zu sehen. Von daher haben wir uns vielleicht für das Richtige entschieden. Mal sehen. Okay. Was ist das? Nehmen?
einschalten. Ich lasse die Tabletten mal weg. Okay, wir saßen im Stuhl und wir haben eine, ich weiß nicht, ist das Kochsalzlösung? Hyperlanic Salin. 3 Gramm, was weiß ich. Also ich würde jetzt mal sagen, ist Sodiumchlorid. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier eine Infusion gekriegt. Das war das Wort, was ich suche. Untersuchen. John, let's continue. I want you to take a step back. Time here is only an illusion. A moment can seem a lifetime. And a lifetime can seem just a moment. Okay. Also soweit interessantes Spielkonzept. Was haben wir denn hier? Trauma. Yes, John, you were at the hospital. Do you remember why? Evans. Wir sind John Evans, 35. Wohnen in Boston. Wir hatten einen Autounfall. Wir waren der Fahrer. Aha, wegen Alkohol. Ist vielleicht deswegen unsere Frau gestorben? Primary Survey. Puls, External, Exposure Injuries. Am Kopf verletzt. Und am... hier? Achso, hier. Vorderkörper. Was? Airway auf Oxygen Longboard. Also was gemacht wurde. Primary Management. Was vielleicht zuerst gemacht wurde. Secondary Survey. Zweite Umfrage. Sauerstoff. Blutdruck. Also Sauerstoffgehalt steht da. Größe? Keine Ahnung. Eye-opening. Schmerz und nichts. Best verbal response. Okay. Motorische Response. Flexion, Pain. Nichts. Coma Scale Score. Sind wir im Koma vielleicht? Drugs. Nazi, 1000 Milliliter. Okay, Drugs heißt in dem Fall auch Medikamente. Serious Head Injury, Multi-Organ-Trauma. Okay, ernste Kopfverletzung und Multi-Organ-Trauma. Vielleicht Antidepressants present. Antidepressiva hat er vielleicht vorgenommen. 2005 ist das Jahr. Okay, das ist unser Bericht. Spiel gespeichert. Ah, oh. Okay. Wolltest du das tun oder war das nur deine Fantasie? Ich wollte wissen, was passiert. Ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan. Then who did? Scatterbrained. Wer hat's dann gemacht? Hier ist eine Zeitschrift? Okay. Ah, wir können uns ein bisschen hier in diesem... Ich schließe das mal. Nicht, dass ich noch davor renne. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier diese Pillen nehmen sollen. Was haben wir denn hier? Citalopram. Keine Ahnung. Ich bin mal vorsichtig. Wir gucken mal, was hier auf der Zeitung steht. Not everything is as it seems. Don't be afraid to look closer. Try to remember. Do you remember now? Autounfall. Can you see the accident? Was haben wir hier noch so? The most raining season of the year. Hat es vielleicht geregnet? Wir haben was getrunken. Ja, Regen. Okay. John. John. The accident. Always the accident. John, can you hear me? Take a deep breath. You are overwhelmed. We need to try something different. Your mind is conflicting with your memories.
Let's try smaller steps. I want you to think about where you were before the accident. What did you do that day? What did you see? What did you hear? Kann ich aufstehen? Sehr höflich, sehr, sehr nett, dass ich aufstehen darf. Okay, tja, was habe ich gehört, was habe ich gesehen? Ich sehe, dass unser Raum Risse hat. Vielleicht durch die Erinnerung jetzt verletzt. Wenn das unser sicherer Raum ist, dann hat die Erinnerung vielleicht jetzt dafür gesorgt, Gut, John. Was? Azure Hotel. Okay. Ah ja. Oh. Was? Das ist schon ziemlich geil, wie sich hier alles verändert. Will help you remember. Ah. Azure Hotel. Ein Essen? Ein Buffet im Azure Hotel. Wir waren also im Azure Hotel. Haben da was gegessen und vielleicht auch getrunken und dann... Find a link to take you back, John. Okay, ich wollte jetzt nochmal eben hier das Ding hier anstupsen. Playing games is just a distraction, John. Okay, ja, ist gut. Playing games aus. Ja. Is just a distraction, John. Guck mal, jetzt können wir die Pillen auch gar nicht mehr nehmen hier. Okay, ich würde sagen, wir fangen mal hier beim Check-in an, oder was das ist. Azure Hotel. Evans. Das sind wir, glaube ich, ne? Nee, John? Wie hießen wir? Da ist eine Karte, eine Keycard und es ist eine Uhrzeit. Wir klicken mal hier drauf. Doch, John Evans. Wir heißen auch Evans. Da war noch ein Evans. Nehmen. A Keycard, John. Which door does it open? Raum 611 steht auch drauf. Gut. Zack. Okay, wir haben eine Keycard. Keep going, John. Erstmal Licht ausmachen hier. Sieht man wieder auf der Facecam. So dunkel hier drin. Okay, wir haben eine Keycard. A bell? What does that mean? Pavlov? That doesn't ring a bell. Okay. Ja, es hat sich auf jeden Fall ein neuer Riss aufgetan. Ein neuer Riss, der was macht? Ein Koffer und eine Schreibmaschine nehmen. Ah! That's it, John. Remembering will open new doors. Ist so ein bisschen wie Stanley. I want you to submit to the memory. Don't be afraid to go deeper without me. Go. Go deeper. And tell me your story, John. We have to go deeper. Ist so ein bisschen wie Stanley-Parabel. Mit dem Erzählen. Die Tür ist verschlossen. Ich höre Musik. Ah, Zimmer 611. Bleibt der Look jetzt wohl die ganze Zeit so? Scheinbar müssen wir hier ein Gesicht reparieren. Ist vielleicht die Erinnerung. Öffnen. Verschlossen. Ich schätze mal, wir müssen... ein Gesicht wiederherstellen in unserer Erinnerung. Müssen uns da vielleicht selber betrachten und müssen diese Schachtel öffnen. Und dazu müssen wir wahrscheinlich erstmal durch die verschiedenen Türen gehen. Angefangen bei diesem Hotelzimmer. Ja. Beep. Hell. Akt 1. Hotel. Das Verarbeiten der letzten Geschehnisse erweist sich als schwierig. Der Patient hat Ankerpunkte von vor dem Unfall gefunden. Die zurückgerufenen Erinnerungen haben ihn zu den Türen des Hotels geführt. Dr. W. Richards.
Bisher ja alles normal, aber gibt es Dr. Richards überhaupt? Sind wir vielleicht selber Dr. Richards? Das Azure Hotel, 4 Sterne. Was anderes kommt mir auch nicht in die Tüte hier, ne? So, hier sind wieder Risse. Können wir da irgendwas machen? Wir haben sogar unseren Koffer mitgenommen. Das ist sehr toll. Okay. Hinein. Ich frage mich, ob man hier auch ein bisschen genauer gucken kann und dann vielleicht was Tolles findet hier. Willkommen. Der perfekte Ort, um Inspiration zum Schreiben zu finden. Wieder ein Hotel also. In dem wir etwas schreiben wollen. Und ja, ich habe The Shining mittlerweile gesehen. Was ja fast sich anhört wie The Shattering. Wo ich noch nicht mal weiß, was die Übersetzung heißt. Rezeption. Ah ja. Die Klingel. Ich bin gleich zurück. Und ich bin Deutscher. Ich bin ungeduldig. Das ist schon okay. Es gibt mir Zeit, Ideen für das Buch zu finden. Ja, jetzt wisst ihr, warum Layers of Fear hier, ne? Vielleicht eine Romanze. Ein Krimi. Oder ich sauf mir einfach ein. Das Azure Hotel. Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen auf azurehotel.com/info. Was haben wir denn hier Schönes? Luxuriös und große Räume. Exzellente Cuisine, die in Ihren Raum geliefert werden. Unbegrenzten WLAN-Zugang und Fernsehen. Spa und Gym, also Turnmöglichkeiten oder Sportmöglichkeiten. 24 Stunden verfügbar. Seit 1960 gibt es das Azure Hotel. Und es wird immer beliebter. Wir beschäftigen hochqualifizierte und loyale Mitarbeiter, die sich um ihren Komfort und ihre Privatsphäre kümmern. Ein normaler Raum kostet $120, ein Raum mit Service 130 und die königliche Suite inklusive Spa kostet $380 die Nacht. Das ist doch mal ein Hotel. Ja? Kann ich Streichhölzer mitnehmen? Okay, schauen wir nicht. Drücken. Drücken wir mal. Ah ja. Können wir auch gar nichts schreiben? Ich glaube, ich fahre jetzt einfach mal mit dem Fahrstuhl nach oben. Ich wähle jetzt hier nichts aus. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Was haben wir denn hier für Möglichkeiten? 0 oder 1? Vielleicht haben wir oben auch noch Möglichkeiten, uns irgendwo hinzusetzen und ein Buch zu schreiben. Sieht so aus. Ach, wir hätten noch einfach die Treppe nehmen können. Was haben wir noch? Ah, cool, ja, hier, wir haben noch mehr Möglichkeiten, ne? Was können wir hier schreiben? Ich kann es nicht lesen. Oder etwas über Geschichte. Oder... Oder etwas über Wissenschaft. Ich bin für die Wissenschaft. Im Zweifel für die Wissenschaft. Nehmen. Was? Zollstock? Tafel? Lupe? Ich nehme die Lupe. Etwas untersuchen vielleicht. Zu trocken. Ich möchte etwas Spannenderes. Okay. Geschichte. Vielleicht der Geschichte interessant. Das soll bestimmt der Krimi sein.
Okay, doch, oder doch etwas über Geschichte. Das ist nicht die Zeit für historische Recherche. Okay, lass mich raten. Es wird der Krimi, den wir schreiben müssen. Deswegen gehe ich mal zur Romanze. Oder es fehlt alles, kann auch sein. Vielleicht eine Romanze. Da müssen wir hin. Without change, these would be no butterflies. Ohne Veränderung würden das keine... Eine Romanze ist im Moment zu schwierig. Ein Ring. Be mine. Pralinen. Okay, was haben wir da noch? Eine Rose. Ein Baby? Es sieht ein bisschen belebter aus. Da steht jetzt der Koffer. Oh, wir können nicht mehr zum Krimi. Okay, mal sehen, was es bei der Bar gibt. Hier steht unser Koffer. Ich nehme den großen. Oh, schnell weg, bevor ihr wieder Content-ID strikt, ne? So, ist jetzt. Kriege ich jetzt mal hier endlich meinen. Okay, warum kann ich denn jetzt nicht mehr den dritten Tisch auswählen? Oder kann ich hier noch irgendwas machen? Okay, mal sehen. Da hatte ich ja schon reingeguckt. Sitzen. Ach so, natürlich. Wir haben ja nicht wirklich eine Wahl irgendwie. Ein Gläschen Wein. Nur ein Glas, um die Ideen fließen zu lassen. Habe ich denn wirklich eine Wahl? Scheinbar nicht, ne? Viel besser. Ah ja, da sind meine Ideen. Huch. Eigentlich gibt mir das eine Idee. Ein Drama. Wo fliegt es hin? Nach oben. Ich folge dem Drama. Mein Koffer geht mit. Niemand wird es kommen sehen. Sitzen. Sitzen. Oh, hier. Ein neuer Schacht tut sich auf, ne? Okay, das hat nicht wirklich, trägt nicht wirklich zum Spiel bei. Können wir da noch raus? Wie schnell wir doch rennen. Aha. Ah, okay. Also, haben wir uns das mit dem Sturz von der Terrasse mit der Frau nur ausgedacht? Hallo? Mr. Evans, we are glad to inform you that your room is ready. Please sign into the guest book. Ah ja. Gut, mach mal. Dann signen wir mal. Eintragen. Mit Tinte hier. Sehr schön. Jetzt haben wir also wirklich die echte Keykarte. 611. Da ist auch ein Fach. Das ist doch unsere Nummer, ne?
Da steht jetzt auch unser Koffer. Etage 6. Für Raum 611. Na, hoffentlich hält der Fahrstuhl. Ihr habt da schlechte Erfahrungen. So. Da geht's scheinbar ins nächste Kapitel. Warum gibt's hier Überwachungskameras? Ich dachte, es spielt in den 60ern oder so. Schauen wir uns erstmal ein bisschen hier um. Da geht's nicht weiter. Hey, Chuck! 2! Okay, uns fehlt auch das eigene Bild mal wieder. Oder wir können auch einfach abhauen. Haben diese Linien was zu bedeuten? Verbinden sie irgendwas? Ausschalten. Aha. 601. Wir haben quasi den nächsten Weg bereit gemacht. Gut, versuchen wir mal Raum 611 zu finden. Hallo? Kleiner Chuck, passt hier auf, dass auch alles mit rechten Dingen zugeht. Warum sind hier Türschilder, aber keine Türen? Das ist ein Hotel ohne Türen. Fehlt uns das einfach in der Erinnerung? So, 601. Warte mal, waren wir nicht schon bei 601? 601, 4. Ah, okay. Sind wieder die Loops. Hallo? Mr. Evans, there's a woman calling for you. She seems very concerned. Has the war created new problems for you in your marriage? To answer these and other personal problems brought in by your friends and neighbors. Die Menschen sind so nervtötend. Sind das die Geräusche, die mich stören? Hier geht's auf jeden Fall weiter. Also, der hat Radio gehört. Ich kann mich konzentrieren, wenn ich auf meinem Zimmer bin. Ah, die Musik hat uns gestört. Das ist das Problem gewesen. Und hier sind wir wieder vom Anfang. Gut, suchen wir mal jetzt wirklich Zimmer 611. 606. Hier ist die Frau mit dem Baby. Mir wurde Ruhe und Frieden versprochen. Wir sind eindeutig ein Allmann. Allmann, mein Name. Ich kehre hier ein. 601. Jetzt fängt es hier wieder von vorne an. Was müssen wir noch machen? Das ist ja jetzt merkwürdig. Müssen wir uns jetzt beschweren? Ah, da steht mein Koffer. Die Tür irgendwie ein bisschen schief oder so? Spiel gespeichert. Okay. Die Tür ist verschlossen. Endlich. Ruhe und Frieden, eine Zigarette zum Entspannen und meine Schreibmaschine. Das ist alles, was ich nur noch brauche. Wir sind also Autor. Mal wieder. Akku, gut, das wussten wir eigentlich auch schon. Boah, ist da kalt, der Kühlschrank. Azure Gardens 2000. Ich dachte, das spielt in den 60ern. Öffnen. Ah, hä?
Ach so, hier ist ein, nee, 2005 spielt es. Am 10. Januar 2005. Sitzen. Und das ist der Schlafbereich. Klimatisiert, sehr schön. Fresh Air, was braucht man mehr? Ah. Schokolade essen, warum nicht? Die Heilige Bibel. In der Schublade ist ja auch so Standard. Mal sehen. Wir brauchen unsere Schreibmaschine. Genau. Die brauchen wir. Schließen. Nichts am Fernsehen dran. Können wir auch noch was machen? Hm, nee. Oh, ein Safe. Aha. Eine vierstellige Zahl. Ich tippe eine vierstellige Zahl ein und drücke dann die Hashtag-Taste, also Raute-Taste. Mhm. Okay. Die Tür ist verschlossen. Drücken. Okay, wir müssen uns einen Code einfallen lassen. Licht anmachen. Das mache ich gleich. Ich gucke erstmal, ob ich... Die Tür ist verschlossen. Können wir hier auch noch Licht anmachen? War schon alles an. Ach, die Schreibmaschine steht jetzt da. Okay, da ist ein Brief. Was nehmen wir denn für ein, was nehmen wir denn für eine Zahl? 10? 10, 1, 5? Hm. 2005? Machen wir mal 2005. Das aktuelle Jahr. Ja, ich weiß, ich bin kreativ. Was öffnen? Ist doch Geld. Fotos? Was für Fotos sind das denn? Fotos vom Autounfall möglicherweise? Ah, okay. Wir brauchen die richtige Nummer. Um den Safe zu öffnen. Vielleicht finden wir die in diesem Brief oder so. Kriegen wir eine Übersetzung? Das ist das, was wir geschrieben haben, huh? John walked into the room and paused into the narrow hallway. John ist in den Raum gelaufen und hat im kleinen Flur eine Pause gemacht. Es war auf der linken Seite eine Tür, aber es sah so aus, als ob es geschlossen war. Auf der rechten Seite war ein Kleiderschrank mit Schiebetüren auf der gesamten Länge der Wand. Der Raum war dunkel. John hat seinen Aktenkoffer in die Türschwelle gestellt und ist in die Dunkelheit gegangen, um den Lichtschalter zu finden. Er wurde überrascht von einer unangenehmen irgendwas aus der Dunkelheit. Er machte sehr schnell das Licht an. John hat sich umgesehen. Der Raum sah hell aus und klar, genauso wie er ein Hotelzimmer erwarten würde, dass es aussehen würde. Es gab eine kleine Ecke mit einer Bar und Klapptüren. Vielleicht führten sie zum Schlafbereich und ein großer Schreibtisch, perfekt um zu arbeiten. Als er die Klapptüren geöffnet hat, hat er sich in dem, wie erwartet, in dem Schlafzimmer wiedergefunden oder im Schlafbereich. Er hat den Aktenkoffer auf sein Bett abgelegt und hat hineingeschaut. Ohne eine weitere Sekunde drüber nachzudenken, hat er die Schreibmaschine herausgeholt und sie auf dem Schreibtisch platziert. Dann hat er sich entschieden, das Badezimmer zu überprüfen. Die zweite Tür...
die dorthin führt, war auch geschlossen. Von innen kam ein weiches oder ein sanftes Geräusch von Wasser, das aus der Dusche kommt. Überrascht entschloss sich John, den Rest des Raumes zu erkunden. John ging zum Nachttisch auf der rechten Seite des Bettes, aber er hat nur die Bibel in der Schublade gefunden. In dem zweiten Nachttisch hat er sein Feuerzeug gefunden, wie auch immer. Er konnte nicht den Schlüssel fürs Badezimmer irgendwo finden. Aber sein Verlangen zu schreiben war stärker als das Problem mit der geschlossenen Badezimmertür. John hat sich so gefühlt, als ob er eine rauchen musste. Wo hat er die Zigaretten gelassen? Gewöhnlicherweise hat er sie in seinem Mantel gelassen. Nachdem er endlich all sein Zeug gefunden hatte, war er bereit, die Geschichte zu schreiben. Okay, das Badezimmer ist verschlossen. Auf der linken Seite in der Schublade ist der Leiter. Sehr gut. Öffnen. Na, also. Nehmen. Dann ist das wohl das Badezimmer. Aber ich höre kein Wassergeräusch, was da rauskommt. Oder haben wir noch eine Tür hier? Sieht nicht so aus. Das sehe ich ja jetzt erst. Die Türen, wie sie verdrehen quasi, wenn man nicht so nah dran ist. Das hier könnte auch das Badezimmer sein. Die Tür ist verschlossen, ich höre aber nichts. Okay. In seinem Mantel. Mantel. Da ist der Mantel. Nein, ich wollte ja nicht setzen. Ich wollte den Mantel nehmen. Was ist ein Handtuch, ne? Das ist gar nicht mein Code. Wo habe ich denn meinen Mantel hingetan? Vielleicht noch im Eingang. Oder er liegt irgendwo hier? Warum sind da Nägel? Verrückt. Ach, die Schiebetüren. Ach, hier ist der Mantel. Und da sind die Zigaretten. Lion Roar. Spiel gespeichert. Das ist Brüllen eines Löwens. Okay. Oh. Ein Beamer. Perfekt. Jetzt kann ich schreiben. Geschichte schreiben. Auf der Susanna. Ich denke mal, zum Safe kommen wir dann später noch. Tja, die war scheiße. Sie griff nach der Kante des Balkons mit all ihrer Kraft, nicht gewillt loszulassen. Sie schrie um Hilfe und sie was? Kannst du dich nicht an deine brillante Idee erinnern? Wie wär's mit einem Glas Wein, um die Gedanken auf Fahrt zu bringen? Ah ja. Da haben wir den Weinöffner. Korkenzieher. Wo der Wein ist, weiß ich auch. Es lebe die Freiheit. Es lebe der Wein. Schnell wieder zumachen, bevor wir hier vergeuden. Okay, wir hatten schon einen Wein an der Rezeption. Perfekt. Okay, das ist quasi die Vorgeschichte. Noch einmal. Ich wusste nicht, dass wir da hochgucken müssen. Alles, was sie jetzt tun musste, war, sich auf die Zukunft zu konzentrieren. Sie wusste, es würde keine weitere Ablenkung geben. Keine weiteren Unterbrechungen. Ist da jemand? Wer ist da? Ist cool gemacht mit der Schrift. Zimmerservice. Ich arbeite. Oh, Klopapier. Wie, nur zwei Rollen? More wine. Können wir da irgendwie was nehmen? Whatever. Tür ist immer noch verschlossen. Keine Unterbrechungen mehr. So, ein neuer Versuch. Sie konnte ihr Herz schlagen hören. Ihr Puls raste. Alles kam in diesem Moment zusammen. Dieser einzelne Atemzug würde alles verändern.
können die mich nicht in Ruhe lassen. Housekeeping ist Raumreinigung. Nehmen. Room Service. Okay. Ist vielleicht nicht so gut. Hätten wir die vielleicht da lassen können? Ich weiß ja nicht, inwiefern Entscheidungen das Spiel beeinflussen. Lass mich einfach allein. Auf ein neues. Nichts machte mehr Sinn. Sie konnte nicht klar denken, sich konzentrieren. Sie konnte den Rhythmus ihres eigenen Herzens nicht wahrnehmen. Jeder Versuch einer Aktion endet in Leid. Thank you for choosing the Azure Hotel. We hope you're enjoying our services. Hm. Is there anything we can get you to help you enjoy your stay? Hm, was magst du? Lass mich verflixt nochmal alleine. Ist es möglich, Ruhe und Frieden zu finden? Nein, danke. Ich möchte einfach in Ruhe gelassen werden. Wir bleiben freundlich. Of course, Mr. Evans. I know exactly what you need. Die Tür, ey. Wow. Okay. Was jetzt? Was jetzt? Nehmen. Chapter 1. Es macht wirklich Spaß. Als ob so oft der Zimmerservice vorbeikommen würde. Können wir noch was anderes machen hier? Ich glaube, wir müssen zur Tür gehen. Vielleicht ist noch... Was zur Hölle ist das? Ein Essen? Verwenden. Jemand hat uns Essen bestellt. Ach, wie nett. Da sage ich nicht nein, ne? Für Essen bin ich immer zu haben. Und jetzt? Ah, noch mehr zu trinken. Was? Eigentlich könnte das helfen. Ein Hammer verwenden. Zum ersten Mal begann die Sachen Sinn zu ergeben. Alles, was sie sah, sah sie nun mit ihren eigenen Augen. Sobald sich ihre Perspektive änderte, sah sie, wie die Welt wirklich war. Sie wirklich war. Möglichkeiten lagen hinter jeder Ecke. Wo hat er die Bretter her? Die Tür ist verschlossen. Ich sagte es ihnen. Ich hatte sie gewarnt, wegzubleiben, mich allein zu lassen. Allein. Kapitel 2. Oh, ist krass hier mit der Mauer. Okay, wir haben uns also hier irgendwie eingebunkert. Und wir sind schon leicht angeschwipst, wenn ich mir hier das so betrachte mit dem Rahmen. Hm, wir wissen immer noch nicht. Teddy, warst du gerade schon da? Okay, lassen wir das mal auf. Ich weiß nicht, ob Teddy schon da war. So. So, mal einen Schluck nehmen und dann schreiben wir weiter. Ist übrigens alkoholfreies Bier, ne? So, sitzen. Geschichte schreiben. Die Nacht war dunkel. Ruhe setzte ein. Sie konnte ihren Körper spüren. Sie konnte was genau spüren? Ich erinnere mich nicht. Wie wäre es mit etwas Hilfe? Wie konnte ich es nur vergessen? Es hilft mir beim Denken. Naja, ein bisschen Wein.
Aber wo? Oh! Ein bisschen Wein. Verstehe. Wir haben ja genug davon. Weiter geht's. Was? Hört mit dem Lärm auf. Okay. Ein weiterer Pfad tut sich auf. 7. Oh. Okay. 7. Das ist, glaube ich, eine Zahl für den Safe, würde ich jetzt mal behaupten. Vielleicht gibt es noch andere Zahlen. Das ist eine Polaroid. Noch eins, dann können wir arbeiten. Warum nicht? Ruhe, ich brauche Ruhe. Drei. 7-3. Okay, wir müssen mal dagegen schlagen, damit wir den Code kriegen. Ich hab dich ausgetrickst. Mach, dass es aufhört. 0. 7-3-0. Der letzte, versprochen. Mach, dass sie alle aufhören. Oh, das Badezimmer ist auf. Codebreaker. Oh, okay. Nehmen. Können wir jetzt hier durch die Ritze? Ich glaube, wir sollen ins Badezimmer gehen. Ah, wir können von beiden Seiten rein. Erstmal einen abseilen, ne? Sehr schön. Oh, es wird hell. Heller. Was ist das? Ich werde dich niemals verlassen. Ein Ehering. Ein Radio. Ja, gehen wir erstmal baden, ne? Warum nicht? Lassen wir mal hier das Wasser ein. Schön heiß. Schau in dich hinein. Noch eine Schere. Okay. Ein Ehering können wir nicht mitnehmen, ne? Verwenden. Oh, okay. Wir sind verzweifelt. Hat er also wirklich einen Versuch hinter sich? Ruhe und Frieden. Ein bisschen zu ruhig, oder? Oha. War nur Einbildung, oder? Auf eine gewisse Art und Weise ziemlich unangenehm. Ende Akt 1. Analyse. Der Patient hat begonnen, auf die Behandlung zu reagieren. Der Wunsch, sich auf das Buch zu konzentrieren, bietet die Möglichkeit, durch die Risse zu schlüpfen.
Dennoch stoßen wir auf eine Mauer vor der Wahrheit und können so nicht vorfahren. Wir müssen einen anderen Ansatz versuchen. Dr. W. Richards. Spiel gespeichert. John, come back to me. Breathe and relax, John. Listen to the ticking of the clock. You're safe here. Writing the book. Isolation. Despair. It's hard to see the separation between the past and the mind. Can you answer a question for me, John? The hotel. Was that the first time you were there? Ich glaube nicht. Also möglicherweise sind die Ereignisse auch nach dem Unfall passiert. War es das erste Mal? Ich weiß es nicht. Es war nur eine Geschichte. Vielleicht war es nur eine Geschichte. Wir haben es ja aufgeschrieben, dass wir, was wir getan haben. Wir sagen mal, nur eine Geschichte. In that case, we must change our approach. I want to establish a common truth with you, John. Something to ground your memories. That means we need to go far into your past, as early as we can. Think back to when you were younger. I want you to remember when you were a child, John. Yes, John, just like that. Wasser? Ein Boot? Ich überlege die ganze Zeit, ob das vielleicht sogar wirklich die Stimme von Stanley ist. Good, John. Viertel nach zehn. Leave this room behind, John. Go back as far as you can. Mr. Krabs, wie süß. Ist das ein, hier so, no? We have to go deeper. Okay, die Tür ist auf, okay. Da hinten ist wieder dieser Kopf. John's Room. Im Alter von 8 bis 10. Ah, das Kapitel ist quasi zu Zimmer 611. Das heißt, dass jede Tür ist ein Kapitel, die wir öffnen müssen. Und jedes Mal, wenn wir ein Kapitel machen, setzt sich das Gesicht ein bisschen weiter zusammen. Die Risse sind aber immer noch da. Und das Ziel wird es wahrscheinlich sein, diese Schachtel zu öffnen. Also wir müssen unser Selbstbild wieder zusammensetzen. Und etwas, das von unserem Geiste verschlossen ist, da müssen wir einen Schlüssel finden. Und dafür müssen wir die Kapitel dieser Türen abarbeiten. Ja, ich habe verstanden, Spiel. So. Wir wissen jetzt aber noch nicht, ob das Vergangenheit oder Zukunft ist, gerade eben im Hotel, ob das vorher oder hinterher passiert ist. Vor oder nach dem Unfall. Imagine yourself in your bed, waking up in the morning. Time to get up, John. Viertel nach zehn. Akt 2, Kindheit. Ich habe mich entschlossen, den Ursprung der geistigen Blockaden des Patienten weit in seiner Vergangenheit zu suchen. Wenn es uns gelingt, eine Grundlage frei von inneren Hemmungen zu schaffen, werden wir darauf aufbauen können. Ach, deswegen auch das Logo hier unten rechts von diesem Gesicht mit den zersplitterten Geistköpfen. Das wäre der Wecker, du. Noch 5 Minuten, Mama. So ein trostloses Zimmer. Ach, guck, wir sind wirklich Brillenträger. Interessant. Breakfast is ready. Come downstairs.
Erstmal aufstehen. Wie macht ihr das? Macht ihr erst den Wecker aus oder steht ihr erst auf? Ausschalten. Einschalten. Wir brauchen Licht. So ein trostloses Zimmer. Die Tür ist verschlossen. Geh nicht. Ich habe etwas für dich. Öffnen. Oh, ein Kamm? Johns Kamm. Und ein Walkman. Was? Lark-Tune? Ein Bild von Teddy, den wir auch im Hotelzimmer hatten. Nur nicht so alt. Also im Hotelzimmer war der ein bisschen älter. Teddy! Können wir den Kamm nochmal nehmen? Oh, wir können den Teddy nehmen. Können wir den nehmen? Können wir den nehmen? Der möchte springen. Ah, der Raum füllt sich. Eine Kassette nehmen. Was haben wir hier? Ein Bild von einem Indianer. Ah, okay. Es ist hier zu dunkel. Taschenlampe, aber es fehlen Batterien. Okay, was ist denn noch? Eine Kreidetafel. Okay. Verwenden. Fußball. Und die Batterie. Okay, ich höre was. Da steht ein Bild vom Teddy. Hier sind unsere Bilder. Ah, wir können mehrere Bilder aus der Vergangenheit finden. Hey! Gucken wir mal hier bei Teddy, ne? Wir haben jetzt eine Batterie. Wir müssen zwei Batterien finden. Okay, ist da vielleicht noch was? Da sind auf jeden Fall Bilder drin. Sitzen. Verwenden. Eine Sonne. 1976. Der dritte. Samstag. Warum geht denn unser Wecker? Ah. Sie singt Happy Birthday. Also unser Geburtstag. Es ist unser Geburtstag. Am 3. Januar. Und im Hotel spielte es am 10. Januar 2005. Also war er da 29. Und als wir in Therapie waren und den Unfall hatten, sind wir 35. Also spielte das in dem Hotel 6 Jahre vor dem Unfall. Also die Vergangenheit. Logisch, oder? Was können wir hier machen? Oh. Oh, cool. Witzig. Ah. Da ist die zweite Batterie. Warum wird er schwächer hier, der Teddy? Ach, der ist immer woanders. Okay, so. Taschenlampe, jetzt müssten wir 2 Batterien drin haben. Das ist cool gemacht. Bewegen. Ein weiteres Bild.
die Spielzeugkiste mit dem Segelboot, was wir auch schon kennen. Und Teddy drin. Und was ist da noch? Ein Hammer. Oh, ein Hammer. Okay, ein Ball und Bauklötze. Und noch ein Bild von einem Cowboy mit einem Sheriffstern vor einem Pferd mit einem Lasso. Haben wir noch mehr Bilder hier? Teddy hat auch noch was in der Hand. Ein Bild von einem Flugzeug. Und hier haben wir auch noch was. Ein Heißluftballon. Alles sehr glückliche Bilder. Und wieder die Sonne. Wir waren ein glückliches Kind. Teddy, was hast du denn da? Noch ein Bild. Geld. Was will ein Sparschwein tun? Aber auch wieder der Hammer, das Sparschwein zu schlachten. Okay. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel für eine Ziehuhr. Hier ist der Sheriffstern. Das Pendel. Zwei Bilder müssen wir noch finden. Hier ist der Heißluftballon. Hier ist noch was. Wofür brauchen wir den Schlüssel? Das Segelboot. Das jetzt hier ist. Etwas fehlt noch. Aber hier ist nichts mehr drin. Ist vielleicht hier hinter dem Kissen noch was? Was fehlt denn noch? Ein Bild fehlt noch. Wofür ist denn dieser Aufzieh? Oh, hier, eine Sandburg. Da ist noch was. Ah, alles klar. Piece of Art, ein Stück Kunst. Ah, das ist das Karussell. Dafür brauchen wir dieses diesen Aufziehschlüssel. Und das Karussell ist wo? Genau hier. Also eigentlich eine glückliche Kindheit. Oder nicht? Ja, es ist... Es ist wirklich Layers of Fear. Okay. Was haben wir denn hier? Da ist eine Schatzkiste. Ein Schatz. Sturm zieht auf. Wir müssen die Kiste öffnen. Ein Klassenbild. Mein Gott. Wer sind denn wir? Die 1A. Ich war auch in der 1A. Ein neuer Raum tut sich auf. Ein Klassenraum? Hatten wir Angst vor der Schule? John's Room. Okay, das ist wirklich unangenehm. Spiel gespeichert. Okay. Brille nehmen. Breakfast is ready. Come downstairs. Warum ist unser Raum jetzt so runtergekommen und ohne Spielsachen?
Hatten wir doch nicht so eine gute Kindheit, wie vielleicht gedacht? Wir hatten immer einen Eimer. Ich nenne ihn Eimi. Okay, weil es durch die Decke tropft. Das ist nicht witzig. Aber wir hatten einen Nachttisch. Ein Bett und einen Nachttisch. Ein Kamm. Und eine Lampe. John, breakfast is ready. Ja, ich komme. Die Tür ist verschlossen. Teddy und ich. Ich höre eine Schreibmaschine. War unser Vater vielleicht auch schon Autor? Hier sieht es ja jetzt nicht mehr so schlimm aus. Hier sieht es jetzt eigentlich ziemlich wohlhabend wieder aus. Da ist wieder der Hammer. Ich komme, Mama. Hier ist noch ein Zimmer. Ein leerer Bilderrahmen. Mama, Papa, Geburtstag. Können wir uns hier verstecken? Okay, gucken wir mal unten. Mama ist am Bügeln. Also die Patsche am Spiegel. Ja, wer kennt es nicht, ne? Raus geht's noch nicht. Immer noch 1976. Du brauchst ein Feuerzeug. Aha. Haben wir vielleicht mit Feuer gespielt? Mal sehen. Gut, gehen wir erstmal zum Frühstück. Morgen, Mom. Morning, Sleepyhead. Sit down. Breakfast is on the table. Der schöne 70er-Jahre-Fernseher. Es ist alles grau in grau. Es ist sehr, sehr trist so, sehr belastend. Nur wenige Sachen sind halt in Farbe. Please sit down and eat your breakfast. Ja, ja, mach ich gleich. Hier ist ja die Polaroid-Kamera. Mamas Armreif, eine Lupe. Feuerzeug. J.E. Okay, ja. Shellfish Bedtime Stories. Eine Geschichte. Und Briefe. Oh, Briefe von was? Arthur und Anne. Ich habe dich bereits dreimal ermahnt. Wenn du jetzt nicht kommst, bleibt mir nichts anderes übrig, als dich noch einmal zu ermahnen. Ich mach mal die Kerze an. Die Tür ist verschlossen. Okay. John, please sit down and eat your breakfast. Noch ist Mama lieb, ne? Okay, segeln. War der Vater nicht zur See gefahren? Wir hatten ja so eine Seemannskiste. Aber eigentlich ist er auch Autor. Hm? Oh, wir haben John, Cupcake. Stop wandering around. Sit down and eat your breakfast. Ich will aber mich umsehen. Ich will doch alles sehen hier. Okay, sitzen. Schokoflakes. Ein Cupcake. Warum nicht? So, Schokoflakes rein. Milch obendrauf. Oh, hallo Mom. Hallo Dad. Sweetie, Mommy and Daddy need to run out for a moment. We'll be right back. Your favorite show is about to start. Why don't you watch it while we're gone? Da weiß ich doch eher was anderes, was ich mache, während ihr weg seid.
Cuphead. Sehr geil. Sitzen. Ja, komm mal raus. War das Bild schon vorher da? Ein Heiliger? Ah, guck mal, so kriegen wir ein bisschen Farbe hier rein. Die Tür ist verschlossen. Gab's sonst noch was, was wir vielleicht mit dem Feuerzeug machen können? Hier sind mehrere Kerzen. Ist mir vorher so nicht aufgefallen. Da auch. Okay, warum können wir jetzt Kerzen hier anzünden? Noch mehr Kerzen als die drei? Vielleicht noch eine im Wohnzimmer oder so? Da oben. Kann ich die Glocke läuten? Das Licht ist hier nicht hell. Ist immer nur die Kerzen, die wir anschalten können. Ah, mehr Kerzen haben wir auch nicht, ne? Hab ich irgendwo was vergessen? Da, da, da. Hier war ja nichts. Oben nur da. Hm. Keine Ahnung. Sitzen wir mal. Spiel gespeichert. Ah, der Fernseher hat aber auch ein warmes Licht, genau wie die Kerzen. Wir vergessen alles um uns herum. Ist da wer gekommen? Hey, der Tisch ist abgeräumt. When you enter the building, you must leave your shoes here. Regel Nummer 1. Sind die Eltern vielleicht gestorben? Regel Nummer 2. The television is only allowed between 4 p.m. and 5 p.m. Regel Nummer 3. If you behave, we will allow you to listen to music every Thursday at 6 p.m. Ist das der heilige Bruno? Wer ist der heilige Bruno? Regel Nummer 4. Sorry, das muss ich googeln. Heiliger Bimbam. Bruno. Heiliger Bruno. Bruno von Köln. Ja, ja. Ja, der ist es. Was hat er denn so gemacht? Der Bruno. Bruno von Köln war der Begründer des Kartäuserordens und wird in der römisch-katholischen Kirche als Heiliger verehrt. Ähnlich wie der heilige Romuald von Kamaldoli. Der Begründer des Kamaldulensordens festigte Bruno von Köln zu Beginn des zweiten Jahrtausends die völlige Hingabe an Gott und Entsagung der Welt im eremitischen Leben. Sein Gedenktag in der Liturgie der katholischen Kirche ist der 6. Oktober. Ich will mal wissen, wie er gestorben ist. Vielleicht verbrannt.
Von seinem ehemaligen Schönberger wird Papst als der Berater nach Rom berufen. Okay. Verehrung. Dem heiligen Bruno sind nur wenige Kirchen geweiht. Er wird gegen Besessenheit und die Pest angerufen. Gegen Besessenheit und die Pest. Ah ja. Okay, wichtig. Also bei Krankheiten, bei schlimmen Krankheiten und Besessenheit. Okay. Regel Nummer 4. This is the storage room. No one except the staff is allowed here. Your things will be safe here. Meine Sachen sind hier sicher. John, come to the dining room. We have a surprise for you. Ich will meine Sachen. Da ist das Klassenfoto. St. Oliver's Orphanage. Waisenhaus. Es ist keine Klasse. Es ist das Waisenhaus. Also er hat wirklich seine Eltern verloren, die ihn scheinbar sehr lieb hatten. 1977 bis 78, also ein Jahr später. Da ist noch eine Kerze, aber die kann ich nicht anzünden. Ein Jahr später. Das ist anscheinend das Klassenzimmer. Bei 76 hatten wir ja unseren Geburtstag. John? Obwohl, das ist, wir sind ja nicht 76 geboren. Dann waren wir nicht 29, sondern... ich habe, glaube ich, was Falsches erzählt zwischendurch. Hatte, glaube ich, einen Denkfehler. Da ist auch noch ein Foto. Aber das kann ich nicht so ganz erkennen. Ins Esszimmer. Ich gucke nochmal oben. Ob wir hier jetzt noch irgendwas machen können. Ich will zurück in mein Zimmer. John, come to the dining room. 8 bis 16. Okay, gehen wir mal ins Esszimmer. Eine Überraschung. Hey, Hüse. Geburtstag. Make a wish, darling. Wünsch dir was. Ich wünschte, sie würden aufhören. Ich wünschte, ihr wärt hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich wünschte, ihr wärt hier. Und so wurde aus dem Haus das Waisenhaus. Sign into the school register so that we can start. St. Oliver's Orphanage. Now go upstairs to your room and unpack your things. Ach, wie traurig. Okay, Stuff only. Amerika? War eher nur Südamerika, ne? Größtenteils. Können wir noch mehr Kerzen anzünden? Hat sich nichts verändert, ne? Hier kommen wir nie wieder raus. Okay. Sieht schon ganz anders aus, ne? Ein bisschen größer jetzt. Erinnert dich an uns zur Bettzeit. Tabletten. Was ist da unten? Eine Schale. Mädchenklo. Girls Room. Mädchenzimmer. Noch ein Mädchenzimmer. Noch ein Mädchenzimmer. Ein Einhorn. Wir können es leider nicht mitnehmen. Ah, das ist wahrscheinlich der nächste Schritt. Okay, das ist der Mädchentrakt hier. Dann müssen wir zu dem Jungentrakt.
Da leuchtet es auch noch. Ist aber auch verschlossen. Boys Room. 0 bis 3. Wir sind ja 6. 3 bis 8. 8 bis 16. Unser Zimmer. Deswegen das runtergekommene Zimmer. Vielleicht sind da auch wieder die Erinnerungen irgendwie vermischt oder so. Oh. Wir haben uns also mit zwei anderen Jungs das Zimmer geteilt. Aber anscheinend waren wir denen nicht so nah. Und zwar mit Andrew und Bill. Andrew Fox und Bill Ford. Und Jack Hastings. Und Malcolm Diaz. Ich glaube, hier ist alles gleich. Und Matthew Bishop. Und das ist unser Zimmer. Bett. Direkt neben dem Fleck unter der Decke. Und alles, was wir haben, ist unser Kamm und unser Wecker. Okay. Wir haben noch den Walkman mitgenommen. Alle Kinder müssen in die Klasse. Dann machen wir das mal. Ich weiß nicht, wo die Klasse ist. Wahrscheinlich unten, ne? Da in diesem Raum. Die Tür ist verschlossen. Okay, da war ein extra Bereich. Das war wahrscheinlich nur der... Hier ist aber wieder gelb. Also das ist irgendwie interessant. Students Test Results. Tony. Sam. John. John E. Wir sind das, ne? Sind wir John? Ich hab's vergessen. Mike, Malcolm, Jack, F, C, D, C, C, D, D. Also wir waren auf jeden Fall gut in der Schule. Ich glaube, das sind wir, John. Wir sind der Einzige, also wir sind gut in der Schule. Wir sind der Einzige, der gute Noten hatten. Und hier der Malcolm, der ist auf jeden Fall bei uns auf dem Zimmer. Also wir haben uns schon für Schule interessiert. Ausgang. Grundschule. Zweite Klasse. Fünfte Klasse. Kein Ausgang. Okay, das ist creepy. Also, ach so, das sind die unterschiedlichen Klassen. Wir müssen wahrscheinlich bei der Klasse anfangen. Ja, alles noch recht easy, hä? Huh? Everyone! We have a new student. Please give him a warm welcome. Young man, come up here and introduce yourself to the class. New student, please hello. Please come up to the podium and say something about yourself. Wir haben einen Schüler. Don't be silly. Come on, tell us your name. We are waiting. Fine. Don't bother. Sit down if you have nothing to say for yourself. Children, carry on as you were. Also, wir hatten keinen guten Start. What is this? Breaking things on your first day? You're going to regret that. Go to the corner.
Okay. Are you listening to me? I told you to sit in the corner. Story time, children. Once upon a time, there was a woman who had three sons, the oldest of which was called One-Eyed, because he had only one eye in the middle of his forehead, and the middle, Two-Eyed, because he had two eyes like other people, and the youngest, Three-Eyed, because he had three eyes, with the third in the middle of his forehead. Because Two Eyes did not look any different than other human children, the brothers and the mother could not stand it. They said to him, You and your two eyes are not better than us common people, and you do not belong to us. They pushed him around and gave him torn clothes and no more to eat than the scraps from their table. Wherever they could, they left him with heartbreak. Ziemlich cool gemacht. Dürfen wir aufstehen? Ich gucke, ob man hier noch mehr machen kann. Da haben wir es wieder, das kleine Einhorn. Okay, ich vermute aber, wir müssen in die nächste Klasse. Das war die Grundschule. Spiel gespeichert. Wir sind immer noch gut. Australia is the sixth largest country in the world, located on the Australian continent, which is the smallest of all continents. Funny. The Australian continent was first discovered by Europeans in the 16th century. Well, look who decided to show up. So eine nette Lehrerin. As you don't need to be here and learn with the rest of the class, do you mind showing us where Australia is? Well, I guess you can teach the class. Next time, on time. Sit down. Okay. Was wäre jetzt passiert, wenn ich Australien woanders lokalisiert hätte? Ja. Ich guck mich nur um. Geschichtsunterricht. Geografie meine ich. John, sit down. Sag's mir doch nochmal, Frau Lehrerin. Du kannst mir gar nichts. John, sit down. Ja, ich setz mich hier schon. Sitzen. John, I said sit down and stop interrupting my class. Quiet! All right. Now that we're ready to continue, I will describe the next assignment. Aber wir sind gut. Everyone must join a group of three. We will be continuing the lesson in groups. John A. Test results. Wir haben wieder eine 1. Okay, Gruppenarbeit. Everyone must join a group of three. Wo muss ich denn hin? Ich war nicht sehr beliebt. Everyone must join a group of three. Maybe next time you'll be on time and a little more lucky. So eine fiese Lehrerin und doch gute Noten geschrieben. Spiel gespeichert. Drittes Schuljahr. Ich will mal eben hier gucken. 5. Klasse ist das jetzt. John Evans, late again.
Sit down! Du bist immer zu spät, setz dich. Boy, I never thought I'd be sitting here like this. Sure, I knew other kids who'd been suspended from school and all the trouble they had. But I never thought it'd happen to me. How long do we have to wait for you to sit down? Was haben wir da genommen? Grundlagen der Mathematik. Sit down. Ich will noch gucken, ob hier irgendwie schöne Bilder rumliegen. John ist immer noch der Beste in der Klasse, ne? Do we have to wait? Children, carry on as you were. Ihr seid so gemein. Quiet! This is Jerry Warner, and he's in trouble. Was muss ich tun? Ah. Soon. Sie drohen damit, Teddy zu töten. Anyone learned anything. John Evans, can you come up here and answer this question? Oh, ist creepy. Alles klar. 19 plus 6 gleich x hoch 2. Also 25 mal 25. Did you hear anything I just said? Come up here. Ist gleich 25. 25 hoch 2. Also 25, 5 mal 5, es ist 5. 5 hoch 2. Oh. Beautiful mind. Oh, okay. Wir sind also doch recht schlau, wa? Das hätte sie nicht erwartet. Das hat sie jetzt davon. Komm, Teddy. Hey, Klopapier. Uns kann hier keiner was. So. Ich zieh raus hier. Renn, John. Spiel gespeichert. Zurück im Waisenhaus. Dinner time! Ist wie bei Harry Potter. Okay. Ist hier was verändert? John, sit down. John, sit down. John, sit down. Naja. Es gibt leckere Suppe mit. Naja. John, sit down. Ja, ich wollte nur mal gucken. Nicht, dass hier noch irgendwie was rumliegt. Es ist Pilzsuppe. Sieht ja gar nicht so schlecht aus. You're so stupid. Nichts, ich habe nur rumgealbert. Sie haben mich geschubst. Wir decken sie mal, wir verraten sie nicht. You know what we do with clowns, John. Go to the closet. Go ernsthaft. To the closet. Ernsthaft.
das Licht an. Pippi. Ich hab doch keine Angst vor Pippi. I hope you learned your lesson. Go upstairs and wash before bed. Das waren ja muntere Erziehungsmethoden hier in diesem Waisenhaus. Mensch, Mensch, Mensch. Ich habe immer noch das Feuerzeug. Können wir den Schuppen hier nicht einfach anzünden und abhauen? Scheinbar nicht. Okay, gehen wir nach oben. Teddy geht schon. Das ist cool gemacht mit Teddy. Wie Teddy quasi uns oder unsere Gefühle so darstellt. So, jetzt muss ich nur wissen, wo man sich waschen soll. Wahrscheinlich hier. Ist aber das Mädchen-Waschzimmer. Dann wahrscheinlich da. Ah ja. Alles klar. Oh, hier wiederholt sich was. Ich sehe das schon. Spiel gespeichert. All children must follow the rules for behavior in the bathroom. Rule number one. Do not play or run in the bathroom. Rule number two. Do not shout or scream. Rule number three. Wash your hands after every visit to the bathroom. Okay, ich dachte, wir können irgendwas nehmen. Der Spiegel ist zu hoch, um ihn zu erreichen. Okay, ich brauche eine Art Hocker. John, wir sind nur 1,10 groß. Peachähnchen, nur mit dir. Wasser gibt's nicht wirklich. Cold hot. Untersuchen. Was haben wir jetzt genommen? Wir brauchen... Ach, hier, der Hocker. Nehmen. Woher weiß ich denn jetzt, welche meine Zahnbürste ist? Jack. Kann ich Jacks Zahnbürste da reintun? Matthews. Malcolm. Matthew ist der schlimmste von allen. Malcolm steht immer Schmiere. Ah, Zack lacht mich immer aus. Jack verhöhnt mich. Matthew ist der schlimmste von allen. Malcolm steht immer Schmiere. Timmy. Timmy macht mir Angst. Der kleine Timmy. Andy. Andy wird dich immer fangen. Shane. Shane verfolgt mich. Mike. Mike stinkt. Sorry, Mike. Tut mir leid. Ich lese nur vor, was hier steht. Barton. Barton denkt, er ist der Lustigste. Hey, wir haben so viel gemeinsam. Tony! Tony wird dich nie allein lassen. Ist Tony dann unser Freund? Mark. Mark? Stellt mir ein Bein. Billy. Billy ist der Älteste. Sam. Sam flucht sehr oft. Arthur. Perfect Smile. Und Arthur vergisst nie. Schließen. Oh, und meine. John. Warum ist da jetzt Blut drin? Oh, ein Zahn.
weil sie mir ausgeschlagen wurden, weil ich älter werde. Das ist schon creepy gemacht. Das ist cool. King of Orphans, König der... König der Waisenkinder. Find a way to get inside. Finde einen Weg hineinzukommen. John, Tony, Billy, Matthew. Wir sind wirklich sehr klein. Finde einen Weg hineinzukommen. Da ist ein Brief, aber den können wir nicht öffnen. Befolge die Regeln. Putze die Zähne, geh aufs Klo, nimm eine Dusche. Wash your teeth. Use the toilet, take a shower. Die Tür ist von innen verschlossen. Haben wir den Hocker noch? Öffnen. Kommen wir hier irgendwie rüber? Kommen wir hier hoch? Ist von innen. Find a way to get inside. Können wir noch was nehmen hier? Wie soll man denn ins Klo reinkommen? Take a shower. Ist auch nicht möglich. Wir sind zu klein. Ich will jetzt sagen, drüber klettern oder drunter herkriechen. Was haben wir denn für Möglichkeiten? Wir müssen die drei Dinge befolgen. Können wir da vielleicht was reinstopfen ins Klo? King of Orphans. Ah. Verschließen. Die Tür zu machen. Er ist weg. Okay, damit haben wir Use the Toilet gemacht. Jetzt müssen wir noch eine Dusche nehmen. Oh. Okay, also es war wirklich der Horror anscheinend. Unser Leben war der Horror als Kind im Waisenhaus. Öffnen. Heb die Seife auf. Ah, ohne Brille. Und wir wurden auch da geärgert. Run away. Escape from here. Run. Spiel gespeichert. Oh. Children should not be out at night.
Get back to your dorm. Did you hear anything I just said? Halt Get back to your dorm. Shane Scott. Okay. Und das Feuerzeug auch nicht mehr. Das ist cool gemacht. Das ist voll creepy gerade. Wo ist denn unser Bett? Malcolm. Matthew. Jack. Das Rollschuhe. Was ist das? Ein Lagerfeuer, ein Kamin oder so? King of Orphan. Ein Bild unserer Eltern, das Hochzeitsbild. Ach, Teddy. Sie haben ihn kaputt gemacht. Spiel gespeichert. Sind wir mal wieder der Letzte. 5:10 mal wieder. Ausschalten. Hey, wir haben noch Klopapier. Der Klopapierwitz erzählt immer wieder. Ach Gott, okay. Wo sind alle hin? Breakfast is ready. Come downstairs. Genug. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Wir haben einen Ausweg. Ah ja. Und so kommen wir zurück. In einen Raum, der ähnlich ist wie unser Starterraum mit diesen Infusionen hier. Ein sicherer Raum. Puppenhaus, okay. Ende Akt 2. Ich weiß gar nicht, wie viele Akte das hat. Wahrscheinlich pro Raum ein Akt. Der Patient hat die Wahrheit endlich angenommen. Eine Illusion einer perfekten Welt, durch seinen Verstand vorgetäuscht, wurde enthüllt. Die nächsten Schritte müssen mit Bedacht gewählt werden, um seinen Verstand nicht zu überfordern. Mhm. I'm sorry, John. Your childhood was cruel. I know you went through a lot of pain. I needed you to remember something real. Imagining a child's paradise can be painless for the mind, but the truth is rarely painless. You remembered, even though there was pain. We must find the truth. Wir müssen die Wahrheit finden. One more question, John.
Do you remember the last game you played? Das letzte Spiel, was ich gespielt habe. Mal sehen. Heißluftballon oder Schatzsuche? Schatzjäger oder der fliegende Entdecker? Ich nehme den Schatz. Thank you, John. John, I want to try something new. I want you to try and clear your mind. Just like a blank sheet of paper. I'd like you to imagine anything you want and take me there. It can be anything, John. Untersuchen. Okay. Gut. Ich mache eine kurze Aufnahmepause und wir sehen uns jetzt gleich sofort wieder. So, da bin ich wieder. Nach dem Laden finden wir uns hier in einer anderen Situation wieder, nämlich hier sind wieder die Bilder, wir hatten noch keine Auswahl getroffen. Aber ich habe gesehen, hier können wir auch noch die Schubladen aufmachen. Das spiegelt quasi unsere Kindheit wieder. Bis zum Dachboden, wo wir zuletzt waren, wo dieser komische Rollstuhl war, wo wir dann saßen. Und die Betten und ganz unten das Licht, das wir angezündet haben. Okay, wir haben uns für die Schatzsuche entschieden und machen die jetzt. John, I want to try something new. I want you to try and clear your mind. Das verschwindet nämlich. Just like a blank sheet of paper. I'd like you to imagine anything you want and take me there. It can be anything, John. Untersuchen. Oh! Okay, nächster Abschnitt. Ich glaube, waren wir schon so weit? Ich weiß es nicht mehr. Das ist immer das Problem, wenn man hier in mehreren Sessions aufnimmt. Genau, Kindheit haben wir durch. Medizinische Diagnose. Okay, die können wir öffnen. Die Tür können wir öffnen. Das Hotel haben wir hinter uns gebracht. Die Tür oder die Tür. Genau. Waren wir das letzte Mal? Also war ich schon so weit? Ich weiß es nicht. Gut, gehen wir. Wo gehen wir rein? Versuchen wir einfach mal die erste Tür. Medizinische Diagnose. Oh, Diagnose hier. Aha. Können wir noch mehrere Türen öffnen? Die ist verschlossen. Okay, dann wird das hier unser Weg sein. I want you to submit to the memory. Geschichte schreiben. Es war ein wundervoller Tag am Strand. Er spürte die Sonne im Gesicht und den Wind in seinem Haar. Als er die Ferne blickte, dachte er sich, jetzt ein Glas Wein und der Moment wäre perfekt. Okay. Genau so. Oder nicht? Why did it stop, John? Is there nothing else that comes to mind? What about me? Am I real? Can you recall? Aufstehen? Die Sitzungen. Wir können yes, da sitzen. John. I remember that day well. Do you recall what we spoke about? Was muss ich tun? Fokus. That one in particular is special. Die Fledermaus. Rorschach-Test. Okay. Bitte ziehen Sie eine Nummer. Registrieren oder Besuch?
003. Evans, J. Evans, Patient, bei Dr. Rich. Follow the memory. Die OB, 1.3.70. Ah ja, dann sind wir am 1.3.1970. Warum denn am 1.3.? Nee, am 3.1. Und am 13.01.1990, ADM. Was heißt denn das? 20? Männlich. Okay, wir gehen den Weg weiter. Wie sich hier alles zusammenbaut. 4-Digit-Code and confirm with sharp or slide the assess car through the... Kann ich was machen? Da kommen wir nicht rein. Können wir das angucken? John Evans, 3. Januar 1960, Mail, Allergien, kann ich nicht lesen, Dr. Richards. Gehen wir mal weiter. Ist das immer wieder dasselbe hier? Doctor's Office. Ah, da steht dieses. Ist cool gemacht. Welcome back, Mr. Evans. Please take a seat. Akt 3, zwei Pole. Die Therapie schreitet weiter voran. Der Verstand des Patienten neigt zur blanken Leere. Der Stimulus unserer gemeinsamen Vergangenheit konnte die Mauern jedoch überschreiten. Er hat einen kritischen Scheideweg erreicht. Leere oder die Wahrheit? Dr. W. Richards. Also lernen wir jetzt was über unsere Therapie. Please take a seat. Hier. Geboren am 3. Januar. Station am 13. Januar zugewiesen. Achso, mit 20 sind wir in Behandlung gegangen. Oder haben die Therapie begonnen oder was? Nehmen? Da ist wieder unser Bericht drin. Wir schnüffeln einfach hier rum. Hier ist dieses Ding, ne? Ey, Rubik's Cube. Also unbunt. Okay, nehmen wir mal Platz. How are you doing today? Nicht anders als zuvor, mir geht es gut. All right. And how about your daily routine? Did you have a chance to try my advice? Wieso drum bemühen oder noch nicht? Sind wir mal optimistisch. Remember to at least try, Mr. Evans. The first step comes from within. All right, let's start something new for this session. I'm sure you've seen these before. Oh. It's quite simple. I'd like to ask you some questions about what you see. Don't worry about your answers. There is no wrong choice. Take your time. First, tell me what you see. Zwei Leute etwas tragen, zwei Menschen, die eine Pflanze gießen. Das mit der Pflanze finde ich toll. Do they seem happy to you? Die sehen eigentlich ein bisschen genervt aus. Warum sollte man bei so etwas glücklich sein? And what do you think the red means? Zorn oder Liebe? Liebe. Last question. Immer für die Liebe. Do you see yourself there? Nein. Thank you, Mr. Evans. Interesting. Interessant. It's very important that we have structure in our lives. And a job is a great way to start a healthy routine. I've marked some jobs I think you would be good at. Take a look.
Maybe something will catch your eye. Schriftsteller oder Finanzanalyst? Dann lieber Schriftsteller, du. Okay, jetzt können wir aber nicht wählen, weil es ist ja klar, dass wir Schriftsteller sind. Schriftsteller sind. Was? Was sollte ich machen? Oh, zum nächsten. Die Fledermaus ist cool. Ich will hier raus. Oh. Gefängnis? Hallo. Notaufnahme. Okay. Ist quasi eine Heilanstalt in dem Sinne. Aber für Gefangene? Die blaue Pille. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ah, da sitzen wir, die Mannequin. Ich habe diese Karte doch gar nicht. Hallo, guten Tag. Er jongliert mit Köpfen, das ist ja auch interessant. Wartezimmer. Leider alles ein bisschen voll. Verwenden. Wir können was trinken. Okay. Trinkspender. Hat man bei uns ja eigentlich nicht so. Zumindest kenne ich es nicht. Kapitel 1. Die Suche nach einem Job. Oh, das ist creepy da oben. Das ist creepy. Das mag ich sowas. Hallo? Kann ich hier was nehmen? Die Karte. Zugriffskarte. Okay, warte mal. Können wir uns hier Zugriff verschaffen? Aha. Feueralarm? Ist ja cool. Was können wir hier machen? Chuck gießen. Zugriff zu den Medikamenten. Nehmen. Trinken. I coffee you. Trinken den Kaffee? Was haben wir noch für Möglichkeiten? Ich will mit meiner Karte rein. Was denkst du denn? Ist aber nicht so einfach hier. Oh, wir können da reingucken. Da liegt ein Prospekt. Okay. Fantastisch, was man hier alles machen kann. Ein Apfel. Warum sind die Zellen alle leer? Ach, da ist keiner drin. Hm. Hier, bei der blauen Pille bestimmt. Kann man aber auch nichts machen. Da ist dieser rote Tropf wieder. Der, den wir auch hatten. Ich bin so neugierig. Ein Geschenk? Oh, ich habe den Schatz gefunden. Eine Schatzsuche. Ich muss da rein. Wir müssen den Code rausfinden. Vielleicht finden wir den irgendwo. Vielleicht finden wir den hier drin. Können wir hier was lesen irgendwo? Habe ich mir schon angeguckt. Ah, hier ist eine Akte. John Evans. Ah! Inquisite. Was ist das? Ich kann es nicht erkennen, ehrlich gesagt. Eine Telefonzelle? Okay. So, das ist das Einzige, was wir uns hier angucken können. Ich sehe ja gar nichts drauf. Hm. Das ist auch irgendwie creepy. Was soll das sein? Instructions für den Feuerlöscher.
Hm. Wie finden wir denn jetzt die Zahl raus dafür? Ich gehe mal weiter. Die Jobsuche. Wer weiß, was wir alles verpasst haben, wenn man so hätte die Sachen untersuchen können. Wir haben ja echt hier viel versteckt hier scheinbar, ne? Unser Wecker. Bisschen Kleingeld. Fokus. Ah, wir haben uns jetzt quasi, wir sind im Hotelzimmer. Haben wir uns darauf fokussiert, weil wir jetzt den Job suchen? Ah, wir müssen es zurecht machen. Nehmen. Teddy. Walkman, immer dabei. Kam, können wir nicht nehmen. Können wir hier was gucken? Fokussieren, machen. Erstmal Fenster schließen. So, da war ja nichts drin. Genau. Creative Writer oder Finanzanalyst? Ich sollte anfangen. Now hiring. Editor, Kolumnist, Cartoonist, kreativen Schreiber und Proofreader. Also Korrekturleser. Lesen. Sehr ordentlich unsere Wäsche drin. Was ist das? Essensmarken, Rubbellose. Sind wir auch vielleicht glücksspielsüchtig? Wir haben einen Computer. Welcome. Loading. Show new offers. Ah ja. Es gibt nie etwas für mich. Was ist das? Oh, was sind die Jobs? Koch, Hausmeister, Doktor, Handwerker, Schweißer, Bauarbeiter. Ich mach mal Hausmeister. Oh, hier, da hinten. Writer. Das könnte interessant sein. Geschichten schreiben. Nach tagelangem Suchen, endlich ein Durchbruch. Der Detektiv erhielt eine kryptische Nachricht. Folge dem blauen Ballon. Heute Nacht um 9 Uhr. Okay, folge dem blauen Ballon. Oh. Trachten. Wie soll ich ihm denn folgen? Oh. Oh. Ach so. Oh, schwierig. Soll ich denn da hin, ohne hier runter zu fahren? Ah ja. Ich komme. Spannung lag in der Luft. Alles war still. Seine Nackenhaare standen zu Berge. Ein Schuss erhallte. Der kalte Körper lieferte keine Hinweise. Er brauchte sie ohnehin nicht. Er hatte endlich seine Spur. Jetzt konnte seine Arbeit beginnen. Ah ja. Oh, Krimi-Autor. Also doch. Die Rose. Patronen. Blut. Der Revolver. Ohne Kugeln. Das sind ja nur die Hülsen. Die können wir aber auch nicht aufnehmen. Bewerben. May Sand. Okay. Spiel gespeichert.
Zahnarzt. Hier ein Scan. Sind wir wieder beim Arzt? Das Spiel ist sehr verwirrend, muss ich sagen. It's good to see you, Mr. Evans. Oh. Ja, haben wir wieder eine Sitzung, wa? Tür ist verschlossen. How are you feeling? Ein bisschen besser, keine Änderung. Oh, besser. And how did the job search go? Did you find anything? Ich hab's versucht, vielleicht ergibt sich etwas. Selbst wenn, warum sollte mich jemand einstellen? Ich hab's versucht. Good. That's the spirit. Yep. Okay, Mr. Evans. How about we try another ink blot? Same as before. Jetzt bin ich mal gespannt. I'll ask some questions and there are no wrong answers. What do you see in front of you? Zwei, die High Five machen. Ein schreiendes Gesicht, zwei kämpfende Bären. Weder noch. Aber dann eher Bären. How does that make you feel? Verängstigt, beunruhigt, ja. Egal. Beunruhigt. And what about now? Oh. What do you see? Schmetterling. Ah. Schmetterling. Thank you. Quite interesting. A change in perspective can be powerful. That's enough for today. I wish you good luck, Mr. Evans. I think you want the job more than you let show, which isn't a bad thing. We'll meet again, the same time next week. Ja, ich hab Zeit. Geht, passt. Ah, da hinten ist die Tür. Ach so, wir gehen quasi immer raus hier, ne? Folge dem blauen Ballon. Exit. Können wir hier noch Quatsch machen? Tür ist verschlossen. Okay, es geht nur hier lang. Ja, wir sind wieder in diesen Zellen, aber die sind diesmal anders. Das ist eine stinknormale Zelle. Ich brauche die Karte wieder. Hier ist verriegelt. 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 Steht hier jetzt mehr drauf? Sieht man auch nicht, ne? Der Wandschrank. Oh, krass. Teddy. Die Rezeption, okay. Unsere Ängste verfolgen uns also weiterhin, auch aus der Kindheit. Kapitel 2, das Bewerbungsgespräch. Who's next? Okay. Mr. John Evans. You're next. Wir müssen es schaffen. Mr. Evans. Der perfekte Kandidat. Sit down. Okay, oh, ja. Mr. Evans. Let's cut right to the chase. Let's take a look at your resume. Okay, persönliche Daten. Oh, ich wollte es noch lesen.
Ja, so stelle ich mir Bewerbungsgespräch vor. Not exactly the qualifications we're looking for. How about the short story from the job posting? Ja, habe ich dabei. Hier. You wrote this? Ja. It's not bad, but I'm not convinced. How about you prove to me, right here, right now, that you've got the skills? Write us a short story. Any topic. Okay, hauen wir mal rein. Manchmal ist die Wahl, sich zu verstecken. Die beste Wahl, sich zu verstecken. Man kann das Ungeheuer kommen hören, jedoch nichts dagegen tun. Also versteckt man sich, bis es vorbeigegangen ist. Bis ans Ende deiner Tage wirst du dir einreden, dass man nichts und niemanden hätte retten können. Wenn man andere fragt, würden sie dir nur dieselbe Sache sagen. Dich wegzuschließen war das Beste, was sie getan haben. I think that's enough. A little cliche, but well written. Welcome aboard, John. Juhu. You've got the job. Okay. Also, so sind wir zum Schreiben gekommen. Es war Teil der Therapie, sich einen Job zu suchen. Okay. Wir steigen also auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, die Fledermaus. Ah, wir haben wieder einen Termin. Es wird besser. Hello, Mr. Evans. Nice to see you again. 95. Also 5 Jahre waren wir also in Therapie. How are you doing? Ja, wunderbar. Ich glaube besser, nicht viel anders. And besser, did you have besser. The job interview? How did it go? Es war einfach. Ich habe die Stelle. Es war beängstigend, aber ich habe es geschafft. Congratulations, Mr. Evans. That's great news. Let's continue our work with the ink blots. Oha, jetzt kommt die. I know they're confusing, but I think we're making progress. Oh. What comes to mind when you look at this? Schutzmaske. Okay. Ein Panther, die einen Berg erklimmen. Oh ja, ja. Oder ein gefangener Drache. Die Panther. What name would you give this picture? Die Reise, die Flucht. Reise. Would you associate this with weakness or strength? Stärke. Sie müssen ja schließlich berghoch. Last question, Mr. Evans. Which would you choose to be? A dragon or a panther? Ein Drache kann fliegen, also wäre ich lieber ein Drache. Thank you, Mr. Evans. That's enough for now. I think we're getting somewhere. Good luck at your new job. I look forward to hearing about it. Ja. Okay. Haben wir hier sonst noch Sachen, die wir machen können? Irgendwas? Irgendwas? Sitzen. Das hat, glaube ich, nicht viel Sinn, hier zu sitzen. Okay. Mal sehen. Gehen wir mal weiter. Was kommt denn jetzt wohl? Vielleicht unsere erste richtige Aufgabe? Ah, jetzt sind wir wieder hier. Exit. Der Durchgang ist blockiert. Rezeption, Exit, Medical, Consolation, Psychotherapie. Da kommen wir nicht hin, ne? Hab ich mir gedacht. Oh, erstmal einen Schluck Wasser. Hot and cold. Cold, bitte. Ist krass, dass wir hier mit den Farben arbeiten. Dass irgendwie nur so bestimmte Sachen Farben haben. Blau ist immer oft vertreten oder gelb. In die Glaskugel gucken. Okay, was ist das? Hallo?
Okay. Öffnen. Ach so. Kapitel 3, das Büro. The most terrible poverty is loneliness and the feeling of being unwanted. Die schrecklichste Armut ist Einsamkeit und das Gefühl, nicht gewollt zu werden. Mutter Teresa. Das ist, Wir hatten sowas als Slogan. Welche Firma? Ah, mein Arbeitsplatz. Ich sehe, ja. Jetzt heißt es kreativ sein. Sind wir in so einer Schublade? Die üblichen Sachen. Nichts Besonderes. Aber immer wieder Medikamente. Ist noch ein Koffer, den können wir aber nicht nehmen. Okay, sitzen wir mal. Einschalten. So. Willkommen. Arbeitsregeln. Nimm die Diskette vom Regal, lass deine Arbeit am Platz. Beende alles vor 17 Uhr. Let's get started, John. You'll find everything you need on your disk. Okay. Okay, all work is set up on the disk, marked employee name. The disk can be found in the work cabinet in the hallway. All employees need to finish the task before 17. Okay, also, die Arbeit muss immer auf der Diskette gespeichert werden. Wir finden sie im Schließfach, im Flur. Und wir müssen bis 17 Uhr fertig werden. Das heißt, wir müssen erstmal die Diskette holen. Der einzige Weg, großartige Arbeit zu machen und Erfolg zu erreichen, ist Liebe. Achso, ist das zu lieben, was du tust? Okay. Stell dich selbst ein. Dein Traum ist es. Dein Traumjob wartet. Um die Ecke. Hallo. Was glotzt du so? Geh zurück zu deiner Arbeit. Hi. Ah. John Evans. Unsere Diskette. Also scheinbar haben wir ja auch wieder Probleme mit unseren Kollegen, so wie wir halt schon in der Schule gehänselt wurden und gemobbt. Hey Chuck. Ausdruck, Kopierer. Nice. Ein Castech-Kopierer. Noch nie gehört. Hi. Du, ich... Okay, was glotzt du so? Alles klar. Machen wir meine Arbeit. Hi, ich bin John. Ich bin der Neue. Schicke Pflanze. Das, was glotzt du so? Ja, ja, ist gut. Wir sprechen später, ne? Okay, verwenden. Die Panel Work... Fail, repeat. Task for today. Achso, heute Kindergeschichte. Neue Datei erstellen. Es war einmal ein kleiner Junge, der davon träumte. Tja. Wovon träumte er denn? Oh, ah, hier. Ein König zu sein oder ein Ritter? Ritter. Ein tapferer Ritter zu werden. Und jetzt? Was macht dieser Ritter? Oh, wir müssen bis 7 fertig sein hier, ne? Was mache ich denn jetzt? Oh.
Warum kann ich hier nichts mehr... Ausschalten, einschalten. Wir schaffen das nie. Was muss ich denn machen? Eines Tages, ach so, als er in seiner Hängematte lag. Aufwecken. Ist ja cool gemacht. Kam ein Bote mit einer Nachricht des Königs zu ihm. Nachricht lesen. Die Prinzessin wurde auf brutale Art von einem Monster in die verfluchte Höhle entführt. Der Held, der das Monster besiegt und die Prinzessin rettet, wird zum Ritter des Königs geschlagen. Monster besiegen. Der Junge benötigte eine Waffe, um das Monster zu besiegen. Wo konnte er sie finden? Osten? Westen. Tief im Westen! Der Junge benötigte eine Waffe, um das... Achso, er entschied sich, tief in den Wald zu gehen und dort eine Waffe zu suchen. Da sind halt so Waffen im Wald. Okay, zum nächsten Pult. Nach einigen Tagen Aufenthalt im Wald fand unser Held ein magisches Schwert. Oh, im Stein. Nach alten Erzählungen konnte das Schwert nur während eines Vollmondes aus dem Stein gezogen werden. Klicken. Ist cool gemacht. Das ist wie Edith Finch, so ein bisschen. So auf kreative Art und Weise die Geschichte erzählen. Okay, jetzt können wir es rausnehmen. Der Junge zog das Schwert aus dem Stein, fand ein herrenloses Schild und war bereit, sich dem Biest zu stellen. Monster besiegen. Na, ob das gut ging? Oh, wir sind eingepennt. Scheiße. Evans, you know I love the creativity, but I need you to focus on the job. This is an important one for us. Hier können wir nichts mehr machen. Oh, ist das weit. Ja, viel zu faul zu. Ah, sind wir wieder beim Psychiater? Good afternoon, Mr. Evans. Please, make yourself comfortable. So, tell me, how are you feeling about your new job? Es ist stressig. Es ist besser als nichts. Progress takes effort and time, Mr. Evans. It pays off in the long term. I think one day you'll agree with me. Do you think staying still would have been better than what you've achieved? Es ist nicht immer nur schwarz und weiß, oder das habe ich nicht gesagt. Fair enough, Mr. Evans. We can keep going. We have one more ink blot to look at. I think you'll like this. Da liegen aber zwei. Oh. Do you see anything familiar? Ein explodierender Vulkan. Leben im Ozean. Das ist definitiv Leben im Ozean. Is there chaos or order? Ich würde sagen Ordnung. And how does that make you feel? Verloren und abgekapselt. Heimisch. Ich mag Ordnung. Thank you. Those responses have been very enlightening. You've come a long way in these last sessions, Mr. Evans. Our time is up for today. But I want you to keep your mind open to new opportunities.
Immer doch. So, wo sind wir denn hier? Wo stehen wir hier? 97. 97. Wann waren wir in dem Hotel? 2005. Also sind definitiv noch, ist definitiv noch Zeit. Wo müssen wir hin? Da. Wartezimmer, oder? Da können wir nicht hin. Kapitel 4. Zu Hause. Okay. Wein. Ich will Wein. Oder Kaffee. Auch gut. Moo Milk. Mit 2% Fett. Na gut, während das Ding da... Oh, Handschuhe. Können wir mitnehmen? Nehmen! Wir entwickeln eine Kleptomanie. Wir trinken erst den Kaffee, den wir da in der Rezeption gefunden haben. Und dann... klauen wir hier die Handschuhe. So. Ah, alles klar. Dachte schon, wir können nicht trinken. Okay. Kapitel 4. Zu Hause. Mal sehen. Ach ja, wir haben ja nur dieses kleine Zimmer. Mit dem Jetzt-Bild, wo wir fokussieren können. Wieder derselbe Wecker. Haben wir gar keine Brille mehr? Ach, wir haben einen anderen Wecker. Ausschalten. Nehmen. War das eine Brille? Sah aus wie Geld. Aufräumen. Sehr gut. Ich mag Ordnung. Sitzen. Zigaretten. Okay. Oh, diese? Hier, ganz ordentlich alles jetzt. Wir haben uns deutlich verbessert. Deutlich. Also sieht alles aus wie aus den 70ern hier und nicht wie, ist dunkel. Und nicht wie 97. Nehmen. Ich muss heute Abend Wäsche machen. Wir müssen auch duschen. Oder nicht? Boah, ist die groß. Die Regenwalddusche. Nochmal aufs Klo gehen. Oh, Telefon. Ja, ich komme. Hallo. John, we just got a call from the client. I know it's Saturday, but we really need the next chapter of the story by 5 p.m. today. I'm counting on you, John. I see bright things in the future for you. Okay, ja, es ist gut. Ist okay. Gut, das kriege ich hin. Ich muss mich nur konzentrieren und brauche etwas Ruhe und Frieden. So, die Wäsche kann mal laufen. You again? Sehr schön. Genau meine Fußmatte. Aha. Hunger, Durst. Tiefkühlpizzeria oder ist das ein... Aha. Erstmal frühstücken. So. Slide. Verwenden. Super sexy Sound. Das ist immer noch 97. Gut. Dann wollen wir mal. Das Gefängnis war kein Heim. Doch Besucher waren willkommen. Okay. Was ist das für ein Lärm? Es ist Musik, es ist kein Lärm. Habe ich den nicht selber dran gemacht?
Spießertum. Ruhe da oben! Ich muss arbeiten! Spießer! So. Gut, jetzt kann ich weitermachen. Wer kann das sein? Sorry about the noise. I just moved on upstairs and I don't want to start off on the wrong foot with anyone. Let me know if it gets too loud again. Zusammenbruch? Ende Akt 3. Der Patient scheint stabil zu sein und ist bereit für die nächste Sitzung. Ich werde versuchen, mit ihm über die jüngsten Ereignisse zu reden. Hoffentlich machen wir dieses Mal Fortschritte. Okay. Ach so, drücken. Ja. John, you're back. What happened? It wasn't time yet. I feel like you were just getting started. Ach so, aufstehen. Heute habe ich es nicht. Okay. Ach, wir sind wieder in unserem Raum. Are you feeling okay, John? Gut, denke ich. Okay, lass uns weitermachen. 150 cc's per hour. Yes, that will work nicely. Let's keep going, John. You're doing well. Your responses to the images were very interesting. Even looking back now. Do you remember your favorite? Mein Liebling. Den haben wir ja nicht gesehen. Aber ich würde sagen, ich glaube das hier. Some things don't change. Now, I'd like to try and pick up where we left off. Your work was going well. You were even putting in extra hours at home. But that wasn't the most important memory, was it, John? Ein Klavier! Ich frage mich, ob diese Entscheidung auch irgendwie was ändern können. Oder ob das immer nur ein Ende gibt. Wir öffnen den Flügel. Es ist ein Flügel, streng genommen. Ach, sie spielt Musik. Sie ist Musikerin. Eine Künstlerin. Unsere, vielleicht unsere Frau? Focus, die Liebe unseres Lebens? Remember. It's time, John. Ah. It's time to find her. Und sie haben wir wahrscheinlich beim Autounfall verloren. Okay, das ist das nächste Kapitel, der nächste Akt. Hier ist schon alles zu. Hier haben wir noch was. Ja, wir gucken, was unser Gesicht macht hier. Es setzt sich ein weiteres Stück zusammen. Aber es fehlt noch was. Und es fehlt auch immer noch der Schlüssel zu dieser Truhe. Oder zu diesem Schächtelchen. Gut, dann wird es jetzt wohl um die Liebe gehen. Mal sehen. Los, beide aufmachen. Jetzt kommen wir nicht rein mit so einem fetten Arsch. Akt 4, Apartment. Das Streben nach seinen Erinnerungen hat den Patienten schließlich zu ihr geführt. Er muss nicht nur seine wahren Erinnerungen wieder erlangen, sondern auch seine eigentlichen Gefühle. Von der Überwältigung hin zur Verzweiflung muss er am Ende sich dem entgegenstellen, was ihn zur wahren Verzweiflung führte. Dr. Richards. W. Jetzt lädt er wieder ein bisschen länger. Das ist irgendwie immer ein Hin und Her. So, jetzt. Spiel gespeichert. Oh. Ja, nicht so gut. Jürgen. Energy Failure Saves Theater. Was? Energiefehler rettet das Theater. Unfortunate Event turns into success. Unglückliches Event wird zum Erfolg. Und eine Meinung.
Januar-Edition. Wann haben wir denn? 10. Januar 99, Sonntag. Was ist das? You never know what you can find. Ah, okay, du weißt nie, was du finden wirst. Aha, nehmen. Interessant. Interessant. Ist das unser Zuhause? Oder das Zuhause von unserer Nachbarin? Wir kommen weder hoch noch runter. Zimmer Nummer 3. Ich weiß nicht, ob das unser ist. Egal, wir gehen hier rein. Aber es ist ja unsere Fußmatte. Von daher haben wir ein anderes Apartment. Okay, wir haben unsere Jacke aufgehangen, den Schlüssel, die Zeitung dahingelegt. Oh, Pizza, Pizza. Schade, nur ein Stück. Na gut. Ein Glas Wein. Oh, hatten wir schon genug. Achso, wir haben es in der Mikrowelle. Okay. Kaffee können wir noch nehmen, weiß ich nicht. Wir ernähren uns nur von Pizza. Oh, der Schmetterling wieder. Ruft sie etwa an? Hi, John. It was great seeing you last night. I was wondering if you're free for dinner. Sie lädt uns zum Essen ein. Perfekt, ich sehe dich um 7. Klar, wie wär's bei mir? Besser nicht. Okay, hier sieht's ja aus wie Sau. Warum sieht unser Apartment eigentlich immer anders aus? Oder müssen wir jetzt aufräumen? Hungry. Aufräumen, aufräumen. Wir müssen aufräumen. Clean up before she comes. Ah ja, sie kommt. Ich muss dieses Chaos beseitigen. Machen wir das mal. So, hier, Zettel aufheben. Sieht doch gut aus. Bettdecke. Flecken wegmachen. Den Löwen. Oh, Spiel gespeichert. Ding dong. Ich muss eben gucken, wie sieht es denn hier aus? Ja, ja, ich komme, ich komme, ich komme. Segelboot. Oh, nice. That first time we met, I thought you were going to kill me for interrupting your work. I'm glad that we met that day. Who knew neighbors could have so much in common? John, can you pour me another glass of wine? Natürlich. Ich als Gentleman mache das natürlich. Aber ich bleib bei Kaffee besser. Okay. Wir haben uns wohl den ganzen Abend unterhalten. Wein getrunken. Ich kann nicht fassen, dass sie hier ist. Oh, müssen wir da hinten hin? I didn't know you had such a collection. But I guess that creativity must come from somewhere. Hm. Which one do you think I should read? I'd love to borrow one. Die Metamorphose von Apuleius, Quo Vadis oder Romeo und Julia? Ich kann nicht fassen, dass sie hier ist. Okay. Was jetzt? I love this piece. It reminds me of when I was younger. Which of these is your favorite? Breakfast Classics, Jazz oder was? Crosslayer? Das sieht so nach Metal aus. Nehmen wir das mal. Thank you, John. I had a wonderful time. I'll see you tomorrow. Jo, tschö. Good night. Sie ist einfach perfekt. Spiel gespeichert. Wie der Pfeil so wuh, durch mein Herz. Ach, hier ist der Pfeil. Der Liebespfeil, Amos-Pfeil. Sehr cool. Ich guck mal eben, was wir hier noch haben. Wahrscheinlich gar nichts mehr.
Das offene Fenster. Der menschliche Körper. Quo Vadis, der alte Mann und das Meer. Die Wüste und die Wildnis. Das ist alles klar. Ich kenne Quo Vadis gar nicht. Kenne ich nicht. Bin ich sehr belesen. Keine Ahnung. Oh, die alte Ming-Vase. Hoffentlich fällt die nicht runter. Hier sieht es anders aus. Können wir irgendwas machen? Erzählt das jetzt die Geschichte? Hier ist wieder das offene Fenster. Vielleicht die hinsetzen. Hier sieht es aber auch aus. Was? Hier vielleicht? Okay, was? Was müssen wir machen? Können wir überhaupt irgendwie was machen? Vielleicht irgendwas in der Leiter? Hier hochklettern? Oh. Metamorphose von Ampulius. Müssen wir die Bücher finden, die sie sich nicht ausgeliehen hat? Ist jetzt der Bogen? Und jetzt? Muss es noch irgendwas geben? Ach, hier ist jetzt die Tür. Blöd. Psyche. Unstillbare Sehnsucht jagt mich in dieser Welt. Suche nach Eros. Wo bist du? Oh, mein Traum meiner Träume. Suche nach Eros. Müssen wir vielleicht erst da irgendwas hinlegen? Oh! Da ist er doch, der alte Eros. Ah, ich muss das Licht auspusten. Eros, meine Liebe, der Morgenröte hellstes Kind, Morgenstern, duftende Blume, goldener Schmetterling. Jetzt haben wir den Stift genommen und jetzt kommen wir da durch. Raus. Zurück. Ist schon sehr komisch. Apfel, Stift. Fehlt noch was? Schreiben und Liebe.
Ah, da steht doch das Bild von ihr. Romeo und Julia. Zweites Buch. Das Schwert. Romeo, so wird mein Mund durch deinen aller Sünd entbunden. Julia, dann haben meine Lippen die Sünden empfangen. Ich nehme meinen Hut. Was ist denn was neben mir? Oben auf dem Balkon. Ah, ich muss die Rose holen. Was ist hier? Nur Wind. Ich empfange die Liebe. Untersuchen. Und jetzt wieder runter. Das goldene Ticket. Romeo. Sünde von deinen Lippen. Oh, mich übertritt der süße Drang. Gib mir wieder zurück meine Sünde. Okay, was steht jetzt? Meet me. Triff mich unter unserem Lieblingsbaum. Ach, der Ring. Genau, wir hatten noch einen Ring irgendwo. Spiel gespeichert. Der Ehering. Oh, oh. Schön. Okay, wir haben den Ring. Noch was? Müssen wir noch ein Buch finden? Wir wissen jetzt, wie sie aussieht. Hier geht's raus. Was wird sie sagen? Liebt sie mich wirklich? Da hinten ist wohl der Baum. Verschlossen. Was, wenn ich noch nicht bereit bin? Was, wenn sie Nein sagt? Erstmal ein bisschen aufwärmen. Ist das schon cool gemacht? Also, so ein eigener Style irgendwie. Ah, sie liest unser Buch, ne? Yes. Yes, John, I will. Cool. Da haben wir ja Glück gehabt. Hat sie was gelesen oder gezeichnet? Auf zum Altar. Ja, es geht mir hier ein bisschen zu schnell, du. Die Liebe unseres Lebens, die vielleicht unsere Psyche zusammenhält. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du psychische Probleme hast, dass sowas ein Ankerpunkt für dich sein kann. Und wenn er sie wirklich durch einen Autounfall verloren hat, so wie man das am Anfang schon irgendwie, wie sich es angedeutet hat, dann kann das natürlich schreckliche Konsequenzen haben. Ja. Das ist wieder meine Wohnung. Wir nehmen die Ansteckrose. Wir nehmen die Uhr. Brauchen wir sonst noch was? Was haben wir hier? Nagelneue Schuhe. Sehr schön. Ein Gedicht. Was brauchen wir noch? Zigaretten. Den Löwenatem brauchen wir nicht. Hier sind die Pfeile. Okay, ich glaube, das war's. Ja, sieht gut aus. Nee, irgendwas fehlt noch. Eine Hose vielleicht. Sitzen. V
Vielleicht ist sie noch in der Wäsche. Scheiße. Die Fliege, natürlich. Die fehlt auch. Mal aufs Klo gehen. Den Mantel braucht man nicht. Doch, die Hose fehlt dann noch, oder? Ich glaube, ich bin bereit. Heiraten ohne Hose. Beschleunigt so einiges. Okay. Wow. Gut sehe ich aus heute. Links oder rechts? Rechts. Warum kommen wir hier nicht weiter? Was fehlt noch? Was fehlt? Musik? Ah. Ach, ich muss die Tür öffnen, damit sie reinkommt, der Schmetterling. Ah. Oh. Sehr schön. Do you take this man to be your husband? I do. And do you take this woman to be your wife? Ich will. Jackpot! Dankeschön. Sehr schön. Oh. J.J. Evans. Familie Evans. Mr. und Mrs. Evans. Daily News. 2001. 23. Dezember 2001. Was steht da? Flats prices go up. Okay. Miete erhöhen sich. The prospect of buying your own apartment is becoming less and less realistic for a young person. Bei Flat Costs Rising Rapidity. Also, man kann sich als junge Person kaum noch ein neues Apartment kaufen. Aber Einzelfamilienhäuser sind immer noch am Stagnieren. Das letzte Quartal dieses Jahres hat eine signifikante Erhöhung in Preisen auf dem Hausmarkt gebracht. Flat Prices steht immer wieder dasselbe. Okay. Also können wir uns keine Wohnung leisten, möglicherweise? Oder ist das einfach nur... Oh! Warte, ich wollte noch bei den anderen gucken. Gruselic. Es ist zu kalt. Warum kommt hier die Kälte rein? It's cold in here. Besser. Ah, okay. Das ist ihr Klavier. Das ist ja quasi ihr Beruf. Sie ist ja wahrscheinlich Pianistin. Ist egal, wo wir rausgehen? Ja, sieht so aus. Okay. Wir haben aber trotzdem ein Haus gekauft, so wie es aussieht. Auspacken. The key should go by your desk, right, John? Ja. Du arbeitest da, ich arbeite hier. Can you set those down by my armchair? I swear I'll get around to reading them at some point. Ah, sehr schön. Im Schweben angemacht. Okay. Können wir hier noch die Couch aufrichten oder so? Hier vielleicht noch was machen? Wo ist der Fernseher? I can't wait to get everything unpacked so we can just relax and watch a movie.
Als ob man 2001 so ein Flatscreen hatte. Das ist unrealistisch. Okay, was fehlt noch? Relax and watch a movie. Was steht da? Verwenden. John, come quick. It's starting. Sehr schön. Ja, ich bin schon hier. So ein toller Film. Oh, it's just a love story. Ertrinklichen Arbeit. Ah, oh, the wind blew all the papers around. Let me help you clean them up. Was fehlt denn noch? In the glass cabinet. Wir müssen weiter auspacken erstmal. Oh nein, kein Alkohol. Mach erstmal zu. Schöne Erinnerung von Reisen, so wie es aussieht. Hier haben wir noch was. Finally, a proper table to eat at. Juhu. Chuck haben wir auch. Sehr schön. I can't wait until we get to use these. Plattenspieler. Mmm, delicious, John. Weihnachten. The tree is beautiful, if I do say so myself. Und ich habe was bekommen? Ein neues Kleid. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Wir sind ja im Dezember eingezogen, so wie wenn das Datum auf der Dingens Stamm stimmte, auf der Zeitschrift. Okay, gehen wir mal hier weiter. Die Küche. Hier müssen wir auch noch auspacken. Put the mugs with the glasses, John. Tassen zu den Gläsern. The dishes can go at the top. Okay. Nie wieder Mikrowellenfraß. 100% kolumbianischer Kaffee. Das war echt liebevoll gemacht mit dem Einrichten hier. Dahin. The smell of pancakes. I made your favorite. Kekse kriegen wir auch. Pfannkuchen. Das Leben ist perfekt. Kaffee. Thanks for the coffee. Okay, ach, immer wenn wir alles erledigt haben, dann klingelt die Uhr. Dann wird es Zeit, quasi in der Erinnerung ein Stück weiterzugehen. Aber nicht ohne meinen Kaffee. Da warte ich noch drauf. Ja. Dauert immer hier. Oh, hier kann ich noch was machen. Öffnen. Ist ja alles leer, ne? Setzen wir und warten ein bisschen. Ich glaube, er ist fertig. Ah, oh, wir können ihn nicht nehmen. Okay, gehen wir weiter. Bleibt er nur noch hier. Und schon ist Januar 2002. Also 3 Jahre entfernt von unserem Zwischenfall im Hotel, wo wir anscheinend einen... Can you hook it up yourself? Kannst du es selbst anschließen. Hook it up heißt anschließen. Hooker. Witzig. Ja, ja. So. Müssen wir noch was waschen? Put hier those under the sink. Einfach mal so eine ganze Bude einrichten hier. Zack. Wäsche. 2 Bademantel. Finally, we don't have to argue over the sink anymore. Und in jedem Raum hängt eine Uhr. Ah, das Schlafzimmer. Sehr gut. I'll take the top drawers and you take the bottom. Das ist sie also. Wir haben keinen Namen. Das sind wohl ihre Eltern. Oder ist sie das? Nee, sie sieht ein bisschen älter aus, ne? Vielleicht ihr Vater und ihre Mutter.
Die als Kind. Unser Hochzeitsfoto. Und halt der Baum, den wir irgendwie sehr schön fanden. So, immer noch alles ordentlich. Das Leben ist immer noch perfekt. Ich hoffe, es wird nicht schlimm oder traurig. Hier ist noch was auszupacken. Öffnen. Das ist ja witzig hier mit dem. Look how much space there is. I'll take the right, you take the left. Ach, ihr Brautkleid. Ah ja. Ah ja. Püppi. Aber Püppi war auch in der Kammer. In der Kammer des Schreckens hier. Ist das Mary Poppins? Sieht ihr zumindest ähnlich. I want the side by the window. I like it cooler. Alles klar. Da stehen die roten Schuhe. Mein Zeichen für sie. Dann machen wir es halt hier. Das sind unsere Latschen hier. Quadratlatschen. So. 3 Uhr nachts. Hört doch mal auf zu lesen. Sweet dreams, John. Hier liegt ihr Schmuck. Witzig. Sehr interessant, sehr detailreich. So, haben wir noch was vergessen? Die Uhr hat noch nicht geklingelt. Irgendwas fehlt noch. Unser Feuerzeug, unsere Uhr. Soll ich schlafen? Soll ich es zuziehen? Irgendwas fehlt noch, oder? Hier. Spiel gespeichert. So, eine Melodie. John, can you come sit with me? Wo bist du denn? Ach, hier. Isn't this perfect, John? Your stories are always so perfect. Always so perfect. 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 Nur unsere Geschichten? Perfect. 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 So da rausgefallen ist. Interessant, dass die auch Pianistin ist. Genau wie in Layers of Fear. Das Spiel erinnert mich ja oft daran. John, come quick! It's starting! Okay, das ist creepy. Oh, it's just a love story. Sind unsere Erinnerungen vermischt? Wissen wir nicht mehr, was echt ist? Okay, was müssen wir hier noch machen? Irgendwas fehlt doch noch hier. Das ist echt creepy. Das gefällt mir gar nicht.
Das ist unangenehm. Irgendwie ist das sehr unangenehm. Delicious, John. Also ich würde mal sagen, die Beziehung ist quasi eher beschissen. The tree is beautiful, if I do say so myself. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Was denn noch? Jetzt sag nicht, wir haben unsere Frau umgebracht. Da steht überall. Isn't this perfect, John? Spiel gespeichert. Ach du Scheiße. Ist das nicht perfekt? Ist das nicht perfekt? Ist das nicht perfekt? Vielleicht zu perfekt. The smell of pancakes. Oha. Thanks for the coffee. Das ist fies. I made your favorite. Sind Rasierklingen drin. Alles, was aus Liebe war, wurde auf einmal böse und verletzend und Hass und weiß ich nicht was. Betrachten. Messer, die hier rauskommen. Okay, es. Oh, das Geräusch ist creepy. Was müssen wir denn noch tun? Wir wollen ausbrechen aus dieser Situation. Warte mal, hier ist. Was ist denn das? Irgendwas fehlt noch. Was habe ich übersehen? Ich muss wirklich sehen hier. Warte mal was. Oh, es hängt. Der Schatten. Das ist creepy. Was muss ich denn tun? Hierher? Ach, hierher. Bin doch fertig. Haben wir möglicherweise noch mal einen Selbstmordversuch gemacht? Motel. Beziehungsweise haben wir den. War das nicht der erste? Can you hook it up yourself? War es vielleicht nicht der erste, den wir im Hotel begangen haben? Put those under the sink. Ein schwebendes Klo, sehr kreativ. Können wir hier was machen? Wir müssen uns nicht streiten.
Badewanne läuft über. Klischee. Doch nicht. Was war das? Das Bild von Mary Poppins ist dunkel. I'll take the top drawers and you take the bottom. Ah, das WLAN-Kabel. Das hängt ja ganz schön wild hier rum. I'm sorry, es tut mir leid. Ein schwarzes Brautkleid. Krass. Oh, ist das makaber. Okay. Uns geht's gar nicht gut. So kalt draußen. Manchmal ist es nicht die Person, die du vermisst, sondern die Gefühle und die Momente, in denen ihr zusammen wart. Das ist ein Krankenhaus. Oh, sie ist gestorben vielleicht im Krankenhaus. Wurde sie krank und wir mussten den Stecker ziehen. Zwischen Chaos und dem Traum. Bitte komm her und mach, dass ich mich sicher fühle. Bitte hör auf, es tut weh. Genieße den Moment des ersten Kusses. Es könnte das letzte Mal sein, dass dein Herz dir gehört. Sie war da, vor einer Sekunde. Wo ist sie jetzt? Ich verstehe nicht. Tu es nicht. Wieso haben sie mich verlassen? Nicht, nicht, nicht. Ich kann dich nicht sehen. Ich muss weg, weg von diesem Ort. Wieso tust du mir das an? Die Nacht kommt. Und wir waren allein in dem großen Haus. So blieb nur noch der Wein. Als Freund. Korrigieren. Perfect, John. Your stories are always so perfect. Die Geschichten. Also haben wir uns. To see what you will write next. Alles nur ausgedacht, das perfekte Leben. Gab es unsere Frau vielleicht gar nicht? Unsere große Liebe? Der Einzug in das Haus? Alles nur Trümmer, Trümmer der Vorstellung. Das Haus gab es nicht mehr. Sind wir eigentlich schon im letzten Akt? Und da sind wir wieder im Hotel.
Da, wo alles angefangen hat. White Interiors Back to Grace. Shades of White, White Anxiety. Wir nehmen unsere Schreibmaschine mit. Und gehen ins Hotel, wa? Ah. Vielleicht als wir realisiert haben, dass wir alles nur ausgedacht oder alles nur in unserem Kopf waren, wollten wir dem am Ende setzen. Im Hotel. Akt 4 beendet. Ende Akt 4. Der Damm ist gebrochen. Die wahren Erinnerungen sprudeln über den Patienten her. Wir müssen darauf achten, dass sie ihn nicht wieder in die Tiefe reißen. Es ist Zeit zu akzeptieren, was nicht vergessen werden darf. Okay. Wir sind ziemlich nah dran, will ich sagen. Wieder das Azure Hotel. Your room is ready, Mr. Evans. Das kennen wir ja schon aus dem ersten Mal. Zimmer 611. Der Versuch. Wir sind in der Dunkelheit. Unsere Kindheit. Focus on the beautiful moments. Remember when we were together. Wie schön. Television is only allowed between 4 PM and 5 PM. Fernsehen war eigentlich schön, doch dann kam das Waisenhaus. Alles ein Trauma aus der Kindheit oder das Duschen. Run away, escape from here. Unser armer Teddy. Und wir haben uns oben auf dem Dachboden versteckt. Hier ist die Schatzkiste. Unsere Schätze, die Erinnerung, die Uhr unseres Vaters, die Halskette unserer Mutter, das Segelschiff und das Karussell aus unserer Kindheit. Ah, ich verstehe. You should stay out of trouble, John. Und dann wurden wir Autor. Haben in der Firma gearbeitet, unseren ersten Job. Haben Geschichten geschrieben. Aber hatten auch da eine Schreibblockade irgendwie. Alle anderen hatten Erfolge, nur uns ging's scheiße. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft, Kontakte mit den anderen aufzubauen. Oder wir kamen halt nicht klar mit denen.
you again. Dann saßen wir in unserer Wohnung. Und haben wir sie wirklich kennengelernt? Ich bin mir da nicht mehr sicher. Wir haben den Auftrag bekommen, eine Geschichte zu schreiben. Es gab Mikrowellenfraß im Januar 97. Und wir waren einsam. Einfach nur verkommen. Well, you see, marriage is a lot different than living life as an individual. In marriage, we have two great forces. Isn't that right? Ah, we have more in common than I thought. But just what exactly has all this to do with your marital problem? Oh, it's just a love story. It's just a love story. Ah, wir haben uns das quasi nur aus dem Fernsehen zusammengesponnen. Wir haben niemals geheiratet und hatten kein perfektes Leben, was wussten wir ja schon. Also gab es dann wahrscheinlich auch nie einen Autounfall. Wahrscheinlich war der Unfall unser Selbstmordversuch. Perfect woman. Being successful. Ja, da war die Wanne. Die Wanne war der Autounfall. Wir haben uns eingeredet, es ist ein Autounfall gewesen. Damit das wieder in diese zweite Realität passt, die wir uns selbst geschaffen haben. Ah, wir werden zum Notarzt gefahren. Wahrscheinlich wollten wir in, oder wollte er im Hotel seine perfekte Geschichte weiterschreiben, um wieder zurück in das Leben zu kommen und in die Erinnerung. Aber es hat nicht geklappt, weil er gestört wurde. Und so sind wir auf diesem komischen OP-Tisch und bei dem Psychiater gelandet. Oder gab es den Psychiater damals noch gar nicht? Ja, sie haben am Anfang gesagt, die Dinge müssen nicht vorher passiert sein oder früher. Keine schöne Thematik. Ach, wie sind wir denn in diesem Raum? Haben wir jetzt ein perfektes Selbstbildnis? Wissen wir jetzt, wer wir sind? Sieht so aus. Die Erinnerungen wurden zusammengesetzt. Wir blicken in unser Gesicht quasi. Und wir haben endlich die Schachtel geöffnet. Darin Stonemason befindet sich ein Schlüssel. Der Schlüssel zur Wahrheit, vermute ich. Und zur letzten Tür. War hier rechts nicht noch eine? Auch zu. Diese Tür? Come in, John. It all makes sense now. Do you see? You couldn't keep up the illusion, could you, John? Every lie has its flaws. Flügel. Jeder Lüge hat seine Fehler. Ja. You couldn't keep her alive in your head forever. She was one of your finest stories, wasn't she, John? Do Tja. You remember? I remember. Tell me. What is her name?
Jane. John, sit down. John und Jane. I think we've come far enough for today, John. I want you to focus on my voice. I'm going to count down from 3 to 0. When I'm done, I want you to wake up here in this room. Are you ready? 3, 2, 1, 0. Very good, John. Oh. We've made good progress today. Now, time to rest. We'll continue tomorrow. Vermutlich sitzen wir im Rollstuhl und sind am Tropf, weil wir Folgeschäden durch den Selbstmordversuch haben. Verstehe. Wie alles vermischt wurde. Die Sache mit der Therapie, die Sache mit der... Interessant, interessant gemacht. Trauriges Ende. Aber interessantes Spiel. Remember her name. Ich war am Anfang ein bisschen am Zweifeln, weil es mir doch zu... super sexy Software. Weil es mir doch zu Layers of Fear mäßig war. Ich dachte, was kann das werden? Aber das Ende hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Das hätte ich nicht gedacht. Konnte also nicht in die Richtung denken. Aber irgendwie, dass es halt nicht so war, wie gesagt wurde, war ja irgendwie, das ist ja irgendwie immer klar in Horrorgames. Ja, ein richtiges Horrorgame war das irgendwie auch nicht. Es war halt mal wieder ein ernsteres Thema, vielleicht so wie Rachel Foster. Ist definitiv was zum Nachdenken. Ist vielleicht interessant, wenn man in dem Bereich arbeitet, vielleicht als Psychiater oder so. Oder wenn man vielleicht selber betroffener ist. Dann hat quasi das Trauma aus seiner Kindheit, also der Tod der Eltern, Mobbing in der Schule und im Waisenhaus, vermutlich dieses Trauma ausgelöst, dass er Sicherheit braucht. Er hatte halt einfach keine Sicherheit und keine Liebe und... Das Talent zu schreiben hat ihm dann geholfen, seine Fantasie quasi anzuregen und hat sich diese alternative Realität mit der Liebe ausgedacht, mit Jane. Aber letztendlich wurde ihm wahrscheinlich klar, dass das alles nur seine Erfindung war. Oder er konnte nicht mehr schreiben, weil er dem Alkohol verfallen war. Und daraufhin hat er wahrscheinlich keinen Sinn mehr gesehen, wollte es beenden. Wurde gefunden, gerettet und ist in der Therapie gelandet. Wo er das alles wieder verdrängt, die ganze Wahrheit. Ich frage mich, ob man ein anderes Ende erreichen kann, wenn man andere Wege wählt. Oder ob das einfach nur, ja, als Spieler denkt, man hätte eine Wahl. Oh, Gewitter, Gewitter. Ich fand's ganz gut. War jetzt nicht was Bahnbrechendes oder so, aber es war auf jeden Fall interessant. Der Grafikstil war interessant. Sehr merkwürdig, aber halt anders. Und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen vielleicht noch mehr von den Entwicklern, dass sie sich noch andere lustige Spiele ausfallen lassen. Man sieht aber halt, dass der Layers of Fear Einfluss da war. Das Ganze mit den veränderten Räumen und so. Als Hauptspielkonzept, besonders so der letzte Rest, wo die Wohnung sich aufgelöst hat oder das Haus, wo wir mit unserer Frau gelebt haben, wo alles zerbrochen ist, weil es halt zu perfekt war. Da hat man es gemerkt, aber es ist okay. Man darf sowas verwenden, finde ich.
wenn man es kreativ einsetzt. So, jetzt habe ich so viel gelabert, dass der Endscreen auch zu Ende ist. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne eine Bewertung da. Das war es mit dem langen Einteiler. Und falls euch das Spiel gefällt, könnt ihr es auch gerne kaufen und mal selber spielen und gucken, ob ihr andere Enden erreicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, zum nächsten Let's Play. Haut rein, Leute. Ciao.